Und was gibt's Neues? Schuhe. Schau mal. Mhm, nice. Was ist denn das überhaupt? Eppes. Eppes, ist klar. Ja, Eppes, die App von SWT. Sag bloß, du hast noch nichts davon gehört. Eppes ist so, wie du dir deine Traumfrau vorstellst. Sie weiß alles, sie hat tolle Ideen. Genau, und ein Schuh-Tag. Nicht nur Schuhe, Schatz. Dein Verein, unser Lifestyle, wo was los ist und wie wir da hinkommen. Aber parken kann sie nicht. Aber natürlich kann sie parken. Das ist Eppes. So, und da sind wir wieder für euch heute aus Kaiserslautern von Deutschlands höchstem Drittligaberg sozusagen, muss man mittlerweile sagen. Es ist der 38. Spieltag 2018. Ja, nee, es ist der 26.05.2018 und es ist der 38. Spieltag. Damit hallo und herzlich willkommen zu SVE TV. Und bevor wir einen Blick werfen auf unsere Aufstellung und auf alle weiteren Daten zu dieser Partie, übergebe ich erstmal das Wort an einen ganz besonderen Gast, der heute sich auch mit uns hier eingefunden hat, der bei Niklas steht. Es ist unser Kapitän. Und da ist auf den ersten Blick schon klar, so ganz glimpflich ist das nicht ausgegangen, was da am letzten Spieltag ihm im Spiel passiert ist. Dankeschön, dankeschön. Ja, Simon, dann auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen bei uns im Livestream. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, wir sehen, der Arm ist verbunden. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Offensichtlichen an. Wie geht's dir? Ja, ganz gut, muss ich sagen. Die Schmerzen sind zwar noch auf jeden Fall da. Und das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch nicht ändern. Aber ich lebe ja noch und von daher werde ich das irgendwie auch über die Bühne kriegen mit den Schmerzen. Ja, es gab zunächst Verdacht auf Schulter-Eckgelenks-Sprengung. Das hat sich dann aber nicht bestätigt, richtig? Ja, genau. Also ich bin froh, dass es auch keine Sprengung ist, weil dann wird eine OP mit einhergehen. Und sprich, die Ausfallzeit wird natürlich länger durch einen Eingriff. Und von dem her einfach nur ruhig stellen jetzt mit dem Gurt und dann denke ich, dass in 2-3 Wochen zumindest ich wieder belastbar bin. Und ja, wie gesagt, die Schmerzen, die werden schon noch ein bisschen anhalten, aber wichtig ist erstmal, dass es keinen Eingriff gibt und sich die Ausfallzeit somit verlängert. Das heißt, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass du zum Beginn der Vorbereitung nicht wieder topfit unserem Trainerteam zur Verfügung stehst. Ja, also ich werde mich auf jeden Fall vorbereiten und zum Trainingsstart werde ich auf jeden Fall da sein. Wunderbar. Lass uns noch kurz ein paar Worte verlieren. Ein Spiel steht noch aus, aber bis hierhin, die Saison war ein voller Erfolg bisher, oder? Ja, also ich habe es ja die Woche im Radio schon mal gesagt, mit 70 Punkten aus 35 Spielen, das ist eine super Ausbeute für uns mit den Möglichkeiten, die wir hatten jetzt in der Saison. Hatten auch hier und da Ausfälle, haben wir eigentlich ganz gut kompensiert und wie gesagt, bis auf die kleine Schwächephase nach der Winterpause, denke ich, haben wir eine ganz gute Runde gespielt. Ja, ihr habt eine sehr junge Mannschaft, auch darüber haben wir schon gesprochen. Ganz viele junge Spieler, die sich hervorragend entwickelt haben, also die auch merklich in dieser Saison nochmal einen Sprung gemacht haben. Wie hast du das als erfahrener Spieler wahrgenommen, der schon selber viele Schlachten geschlagen hat? Ja, also die Jungs, die machen es gut. Also natürlich hier und da sind sie noch ein bisschen grün hinter den Ohren, aber im Großen und Ganzen hören alle zu, machen sich gut, nehmen das an, was man ihnen mit auf den Weg gibt. Und von daher, das ist der einzige Weg, dann auch aus Fehlern zu lernen und weiterzukommen. Und von dem her sind wir auf jeden Fall zufrieden, wie sich die meisten von den Jungen entwickelt haben, jetzt gerade im letzten Jahr. Ja, jetzt fehlst du natürlich heute als Anker in der Innenverteidigung. Gudi Mabuba schätzungsweise wird dann deine Position einnehmen. Ja, in dem Spiel der FCK im Moment so ein bisschen die Mannschaft der Stunde. 15 Spiele in Folge nicht verloren, zuletzt im November. Was erwartest du jetzt von unseren Jungs noch oder von deiner Mannschaft? Ja, dass sie die Saison auf jeden Fall nochmal gut abschließen. Mit dem Sieg wäre natürlich umso besser. Natürlich wissen wir, dass der FCK eine super Rückrunde gespielt hat, aber wir sind halt nicht da, um hier zu verlieren, sondern wir wollen auf jeden Fall was mitnehmen, am besten 3 Punkte. Lassen wir uns mal überraschen, was am Ende dabei rauskommt. Ja, schönes Schlusswort und ich würde sagen, dann gucken wir so langsam, aber sicher doch mal in Richtung Spielfeld und werfen dann einen Blick auf die Mannschaftsaufstellung. Ja, und wir haben es gerade schon mal angesprochen, da sehen wir
in der Innenverteidigung. Die Veränderung der Kapitän Simon Maurer, der kann leider nicht mit dabei sein. Josef Sinar, sein Partner, der aber sehr wohl für ihn verteidigt dann. Godi Mabuba, links da erwarten wir Kevin Heinz. Und auf der rechten Seite, wir gucken mal, Leo Luca Diefenbach. Die Doppel-Sechs, die wird voraussichtlich bestehen aus Felix Fischer und Dominik Kinscher. Und dann die vier da vorne, die zuletzt ja so kräftig gewirbelt haben. Links immer Kaya Oglu im Zentrum, hinter der einzigen Spitze Alexander Biedermann. Da erwarten wir Tim Garnier. Und rechts, da spielt der Top-Torjäger des SVE, da spielt Jan Brandscheid. Ja, und unseren 11 Jungs, diesmal, du hast es gerade schon erwähnt, man hat ihn ja hier gesehen, in Abstinenz von Simon Maurer. Dem wünschen wir natürlich an dieser Stelle gute Besserung. Und wir werfen auch noch ganz schnell einen Blick auf die Aufstellung des ersten FC Kaiserslautern. Aber vielleicht, bevor wir das tun, könnten wir einmal unseren wunderbaren Auswärtsblock zeigen. Unsere mitgereisten Fans. Es geht hier heute um nichts mehr. Und trotzdem sind sie wieder mit dabei, haben den Weg gefunden aus der ältesten Stadt Deutschlands und wollen sich von ihrem Team, was wirklich eine überragende Saison gespielt hat, die 70-Punkte-Marke geknackt hat, heute nochmal verabschieden. Und das finde ich ist eine super Geste. Und jetzt schauen wir dann auch mal auf die Aufstellung des ersten FC Kaiserslautern. Und da schickt der Trainer Hans-Werner Moser folgende 11 Mann auf den Platz im Tor mit der Nummer 12, Lukas Schellenberg. Die 2 auf dem Trikot hat Arthur Eckerle. Die 4, Lukas Gottwald. Die 7 auf dem Trikot, Mario Andritsch. Die 8, Carlo Sickinger. Die 20, Nino Miotke. Die 21, Mohamed Morabet. Die 23, der Kapitän, der Gastgeber Christian Kühlwetter. Die 24, Kadin Brian Chung. Die 26, Josef Marudis. Und die 27, Julian Löschner. Also, gegen diese 11 muss unser Team heute bestehen. Und wir werfen einen Blick auf den Platz. Der wurde eben nochmal gewässert. Ich würde sagen, also viel bessere Bedingungen vom Platz, vom Wetter und von der Anfeuerung unserer Fans, die ja hier heute im Feinripp angereist sind, haben ja dazu aufgerufen. Viel besser kann das eigentlich heute alles nicht sein. Jetzt müssen halt noch die 3 Punkte zum Abschied aus dieser Spielzeit kommen. Und beide Mannschaften haben den Platz betreten und den Schiedsrichter, den Unparteiischen der heutigen Partie, wollen wir Ihnen natürlich auch nicht vorenthalten. Heute an der Pfeife Torben Rech und ihm assistieren Luca Cilirio und Yannick Lewis. So, jetzt habe ich ein bisschen durchgeredet. Niklas, du konntest verschnaufen vom Interview. Was war denn so die Kernaussage? Ich habe es ja nicht hören können. Ja, wir haben nochmal über seine Verletzung gesprochen, natürlich über Simons Verletzung, da hat er ganz klar gesagt, also zur Vorbereitung, da ist er wieder topfit da und dann haben wir auch da keine Bedenken mehr bei ihm, also da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ansonsten haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was er heute von unserer jungen Mannschaft erwartet, denn der FCK, der ist ja aktuell so ein bisschen die Mannschaft der Stunde, wir haben es eben schon mal angesprochen, da stehen dann mal ebenso 15 Spiele in Serie ohne Niederlage. Letztmals hat der FCK verloren, ja, beim Top-Team der Liga, beim FC 08 Homburg Ende November und davor in Trier, bei uns im Moselstadion, bei unserem SVE mit 0-2, Tim Garnier und Adam Bosit, die Torschützen für unsere Jungs. Einer ist heute wieder mit dabei, Tim Garnier, und er wird sicherlich versuchen, seinen Treffer zu wiederholen. Es ist ihm zu wünschen, es ist ihm zu wünschen, denn wenn man sich erinnert an diese Spiele hier auf dem Betzenberg für unsere Eintracht, die waren nie einfach und jetzt gibt es auch noch den Applaus seitens der Spieler für unsere mitgereisten Anhänger. Ja, die waren nie einfach, die waren immer kampfbetont und von daher hoffen wir natürlich, dass wir ja heute was Zählbares nach sehr wahrscheinlich, das prognostiziere ich jetzt einfach schon mal zu Beginn, nach einer wirklichen Kampfleistung mit nach Hause bringen. Ja, und das Spiel läuft und ich habe gerade eben noch angekündigt, Tim Garnier, der sollte hier mit dabei sein und der steht auch auf dem Spielberichtsbogen, aber der ist nicht mit dabei, stattdessen Aaron Engeldinger,
von Beginn an mit von der Partie. Also da müsste wahrscheinlich was vorgefallen sein beim Warmmachen bei Gani. Denn wie gesagt, er war hier fest eingeplant. Und steht jetzt aber doch nicht unter den ersten Elf. Stattdessen Aaron Engeldinger, der verteidigt dann rechts hinten. Hat er sich gleich mal ein bisschen verschätzt. Josef Sina. Wir sagen noch Happy Birthday, Hanni München. Ja, genau. Alles Gute. Der feiert heute Geburtstag. Und will hier natürlich dementsprechend sehr wahrscheinlich heute hier auch gar keinen reinlassen und nicht hinter sich greifen. Ja, davon ist auszugehen. Also er wäre, glaube ich, falsch auf seiner Torwartposition, wenn er das anders gerne hätte. Ja, vielleicht noch eine kurze Ankündigung. Also wir haben vorhin das kurze Interview vor dem Spiel gehabt mit unserem Kapitän, mit Simon Maurer. Der wird auch immer mal wieder zwischendurch jetzt in dieser ersten Hälfte mal zu uns dazustoßen und so ein bisschen das Spiel für uns bewerten, wie es sich bis dahin entwickelt hat. Und dann auch in der Halbzeit nochmal mit uns sprechen. Guter Ballgewinn von Biedermann. Jetzt muss der Pass kommen auf Ömer Kayaoglu. Ja, sagt der Schiedsrichter, das war kein Foul, deswegen geht's weiter. Und ich denke, das hat er auch so richtig gesehen. Jetzt setzen sie ihren Torwart ein bisschen unter Druck. Lukas Schellenberg, der musste da das Ding rauspfeffern. Und Hanni München tut's ihm auf der anderen Seite gleich. Nochmal der hohe Ball nach der Eroberung von Godi Mabuba. Ah, gut, Aaron Engeldinger arbeitet da gut gegen den Mann. Ist jetzt auch wieder gefordert. Ja, seine Grätsche reicht da nicht aus. Jetzt muss der Ersatzkapitän, der Interimskapitän Josef Sinar mit aushelfen. FCK immer noch in Ballbesitz. Ja, das war Carlo Sickinger da mit einer guten Bewegung gegen Leo Luca Diefenbach. Zentraler Mittelfeldmann. Sickinger jetzt mit dem Fehlpass. Genau in den Fuß von Jan Brandscheid. Für den SVE natürlich die Gelegenheit, das Spiel hier schnell zu machen. Brandscheid, der legt ab auf Biedermann und zieht dann durch. Und der Pass von Biedermann. Der ist dann deutlich zu unpräzise für den Kollegen. Zu optimistisch. Ja. Ja, Benni, du hast den Rasen eben angesprochen. Also da hat Simon Maurer im Vorfeld auch schon zu uns gesagt, da blutet ihm so ein bisschen das Herz, denn der ist nagelneu hier, der Rasen im Fritz-Walter-Stadion. Also wir entjungfern hier quasi das Geläuf. Und da wäre er gern dabei gewesen, hat er im Vorfeld so gesagt. Stattdessen sind es die Kollegen. Ah, schon wieder der Ball zu weit. Ich habe ein Déjà-vu, wieder war es Biedermann und er hat wieder versucht, Jan Brandscheid da ins Spiel zu bringen und in Szene zu setzen. Und fast die exakt gleiche Position. Ja, also wir hoffen, ihr kriegt hier ein bisschen die Atmosphäre mit über die Außenmikrofone, also was der Gästeblock da abreißt. Das ist schon aller Ehren wert und in diesem... Ja, in dieser großen Schüssel hier, da halt das Ganze natürlich auch noch richtig schön. Also tolle Akustik. Und ich bin mir sicher, dass man davon auch zu Hause was mitbekommt. Und da muss man wirklich sagen, in einem Spiel, in dem es höchstens noch ums Prestige geht und umsonst gar nichts mehr, ist das tatsächlich eine Ansage seitens unserer Anhänger. Ja, die stehen da auch voll in der Sonne. Also von Feinripp sehe ich da nicht mehr viel, sondern eher ein paar blanke Oberkörper. Du kannst aber noch an dich halten, oder? Ich kann noch gut an mich halten, ja. Wollte ich nur mal gefragt haben. Es gibt wenige noch attraktivere Szenarien, aber es gibt sie. Ja. So, wir schauen auf diesen Freistoß. Der war mehr als flüssig, der war überflüssig. Und Mohamed Morabet steht da jetzt bereit, um den Richtung 16er zu befördern. Jetzt müssen sie aufpassen. Gut. Und dann die München faustet das Leder raus. Das auf Arthur Ekalle müsste das sein. Gut.
Klasse gelöst, da Kevin Heinz erobert. Letzten Endes, das Leder legt sich den Ball dann aber zu weit vor. Und jetzt müssen sie aufpassen, denn umschalten, das können die roten Teufelchen. Ja. Erster Abschluss. Nicht allzu gefährlich. Ich schaue auf unsere statistische Abteilung in Form von Ali Hein. War das eine Chance? Nee. Gut, also immer noch 0-0. Nicht nur nach Toren und Ecken, sondern auch nach Chancen. Oh. Felix Fischer, mutig. Direkt gegen 3. Oh, Keeper weit draußen, Lukas Schellenberg. Also würde ich jetzt mal behaupten, war vielleicht nicht unbedingt nötig. Nö. Aber fehlt ihm vielleicht das Vertrauen in seine Vorderleute? Zwingend auf jeden Fall das Ganze hier nicht, dass er da aus seinem Tor herausgespurtet kommt. Einwurf Engeldinger gehört ja durchaus zu seinen Spezialitäten. Diese weiten Dinger, wieder mal verlängert. Und dann bekommt aber keiner der Spieler mit der Porte auf der Brust da den Fuß dran. Neuer Anlauf über das Geburtstagskind, über Hanni München. Jan Brandscheid, der hat jetzt ein bisschen Platz über die rechte Seite, wird dann von hinten angegangen. Da hat ihm keiner Bescheid gesagt, dass da Mario Andrić angeeilt kommt. Ja, natürlich, die Statistik da unten stimmte nicht ganz. Ist die erste Ecke in diesem Spiel für unseren SVE. Getreten von Ömer Kayaoglu. Wir schauen ins Zentrum. Ball kommt nicht schlecht. Biedermann. Und Sinar per Kopf nochmal in die Mitte. Und der SVE bleibt in Ballbesitz. Das ist die gute Nachricht. Fischer, klasse Diagonalball, wunderbar in den Fuß von Brandscheid, der jetzt mal auf der anderen Seite steht. Ja, und dann Foulspiel. Und der SVE-Coach Daniel Paulus steht da am Rande seiner Coaching-Zone. Gibt noch mal ein paar Anweisungen. Ganz so scheint das noch nicht zu sein, das Spiel, wie er es sich das vorgestellt hat. Aber auch der FCK gibt hier den Ball bereitwillig zurück, auch wenn Josef Sinada den Ball klärt. Und ich glaube, das war nicht ganz so geplant. Nee, ich glaube auch. Ich glaube schon, der Ball vorher von Engeldinger, der sollte eigentlich nicht so wahnsinnig scharf darüber kommen zu Josef Sinar. Dem blieben dann nicht mehr so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Mario Andrić war da gut angelaufen. Ah, der Ball ging ins Nix. Nico Miotke, Entschuldigung, hat den Ball da abgefangen. Bislang so ein kleines Fehlpass-Spektakel beider Mannschaften. In den ersten knapp 10 Minuten. Ja, Hanni München zeigt seinen Kollegen an. Gottwald. Gut aufgepasst von Aaron Engeldinger, gut gelöst. Guter Ball auf Diefenbach, Biedermann. Ja, robustes. War ein robustes Einsteigen, aber da sagt der Schiedsrichter, Leo, das war Ball gespielt.
Klasse Ball in den Lauf von Ekalé. Aber sowohl Kevin Heinz als auch Hanni München da sehr aufmerksam. Ja, und auch ein Engeldinger. Also der ist hier ganz, ganz kurzfristig in die Startelf rotiert und ist hier direkt einer der meistbeschäftigsten Akteure beim SVE. Der bekommt da auf seiner rechten Seite mit dem agilen Mario Andritsch einiges zu tun hier in den ersten 10 Minuten. Und schade, dass da Kinchi in der Situation den Ball nicht ein bisschen mehr am Körper behalten konnte. War natürlich schwer anzunehmen. Aber wenn es da schnell gegangen wäre. Dann hätte da durchaus das Ganze für Gefahr. Sorgen können. Engeldinger, weiter Einwurf. Ah, Biedermann, der arbeitet da zwar viel im Zentrum, kommt dann aber nicht so richtig ins Kopfballduell. Und so geht's beim SVE erneut vom eigenen Gehäuse aus los. Ah, der FCK, der schiebt da relativ früh, relativ hoch. So richtig viel Platz zum Fußballspielen hat der SVE nicht und deswegen gibt's auch nur diesen langen Ball von Mabuba. Ja, und auch in der Situation Missverständnis zwischen Kinchi und Biedermann. Gottwald auf Schung. Ja, und dann drängen sie Andritsch da gut ab. Ja, den Raum da schön verkleinert auf der rechten Seite mit drei Mann. Dominik Kinscher, Jan Brandscheid sind da dem Kollegen Aaron Engeldinger gut zur Hilfe gekommen. Und auch das hat Tradition. Es gibt keine Balljungen hier bei den Spielen der zweiten Mannschaft auf dem Betzenberg. Deswegen die Spieler dann immer selbst gefordert. Auch hier gut aufgepasst. Aaron Engeldinger klärt vor dem Kapitän, der Gastgeber, vor Christian Kühlwetter. Löschner. Da ist die Anspielstation. Oh ja, gut schlimmer aufgepasst Fehlpass von Kaya Oglu. Das Spiel sofort schnell gemacht. Biedermann gegen Gottwald. Boah, der Biedermann, der nimmt dem ordentlich Meter ab. Aber Gottwald macht's gut. Bleibt da der Sieger. Das hat mir richtig gut gefallen. Also die beiden im Sprintduell, da hat der Bieder aber durchaus einen Vorteil. Ah, gut gemacht. Aaron Engeldinger. Jetzt musst du da aufpassen. Gut gelöst von Kevin Heinz. Und das soll abseits gewesen sein. Da würde ich jetzt mal aus der Wiederholung, die ich gerade gesehen habe, sagen, knappe Entscheidung. Ja, die erste Viertelstunde hier. Noch ohne die ganz großen Torszenen auf beiden Seiten. Vielleicht jetzt der FCK. Ja, keine Abseitsposition, sagt der Unparteiische. Kevin Heinz ist enger Mann, macht das richtig gut. Und Leo Luca Diefenbach erklärt dann vielleicht die Kontergelegenheit über Alex Biedermann. Über Jan Brandscheid. Ah, Fehlpass genau in den Fuß von Sickinger. Und jetzt müssen sie aufpassen. Diesmal definitiv kein Abseits. Das ist der Kapitän Kühlwetter. Doch, diesmal ist die Fahne oben. Also hätte ich genau andersrum gesehen. Eben in der Szene sah für mich eher nach Abseits aus, während ich hier gesagt hätte, gleiche Höhe. Aber gut, wir vertrauen dem Assistenten an der Seitenlinie, denn der hat im Zweifelsfall die bessere Perspektive, die bessere Sicht auf das Geschehen. Und nach den Bildern, die ich jetzt gerade mir nochmal angesehen habe, muss ich sagen, hat er richtig gesehen. Ja. Wir sind ja auch ziemlich weit entfernt vom Spielgeschehen.
Minute. Ballgewinn von Engeldinger. Und dann ist da Gottwald dazwischen und klärt zur Ecke. Da hat er gut aufgepasst, der Aaron. Kam ja ein bisschen zu seinem Einsatz. Niklas, du hattest es erwähnt, wie die Jungfrau zum Kinde. Und bislang gefällt mir das sehr, sehr gut. Ja, bisher macht er das sehr, sehr ordentlich auf seiner rechten Seite. Versucht auch immer mal wieder vorne für Akzente zu sorgen. Aaron Engeldinger, Spitzname Panzer, weil er eben so einen guten Antritt hat und so wuchtig nach vorn marschiert. Jetzt gibt es aber erstmal die Ecke von Ümakaya Oglu. Variante über Sina, gar nicht schlecht. Aber das haben sie gerochen. Kinscher verspringt das Leder ein bisschen, aber er macht's wieder gut. Hätte ich jetzt aber eine Frage. Wenn Sie Aaron Engeldinger Panzer nennen, warum nennen Sie dich Trabi? Niemand nennt mich Trabi. Außer du jetzt gerade. Na gut, hast du durchschaut. Felix Fischer. Guter Ball auf Biedermann. Ümakaya Oglu. Leo Diefenbach. Muster abbrechen, wird direkt angegangen. Jetzt sagt wieder Felix Fischer, ich habe doch hier Raum und deswegen kriegt er auch den Ball. Doppelpass mit Ümakaya Oglu und dann Fischis Ball verunglückt. Oh, und dann verspringt er da Leo Diefenbach und jetzt müssen sie aufpassen. Das kann schnell gehen. Ekalle. Aber gut aufgepasst von unserem Routinier da hinten drin, von Josef Sina. Lässt dem Arthur Ekalle da keine Chance. Kretsch ihn einfach ab. Neuer Versuch über Löschner. Ah, ja, da war der Fuß draußen von Kinchi. Gegen Morabet. Jotke spielt den Ball raus. Ja, auffällig, beide Mannschaften auf den Außenpositionen, da tauschen die Spieler auch schon mal die Seite. Also Ekalle, der hat eigentlich auf der rechten Seite begonnen, jetzt ist er gerade links zu finden. Und auch beim SVE, Ümakaya Oglu, der hat eigentlich auf der linken Seite begonnen. Hat jetzt mal mit dem Kollege Jan Brandscheid die Seiten getauscht. Also Brandscheid links, Kaya Oglu rechts. Haben wir in den letzten Spielen schon häufiger mal beobachten dürfen, dass die beiden da, um das Spiel auch variabel zu halten, immer mal wieder die Seiten wechseln. Rudis im Zusammenspiel mit Mohamed Morabet, der da im Spielaufbau des FCK meist die erste Anspielstation ist. Ekalle, Morabet. Gut gesehen von Gudi Mabuba. Der Ball kommt genau bei Biedermann an. Und jetzt Kevin Heinz. Jetzt hat er mal Raum, jetzt hat er Platz, jetzt kann er Tempo aufnehmen. Er spielt den Ball raus, links zu Jan Brandscheid. Und er wird da abgedrängt und verliert den Ball. Und gut aufgepasst von Gottmar Mabuba. Und auch da sagt der Schiedsrichter, es war Ball gespielt. Und jetzt die Schusschance für Ümakaya Oglu. Ja, und da würde ich sagen, auch der Linienassistent, der Assistent an der Linie, der stand da ziemlich gut und der hat auch nichts angezeigt. Von daher geht das wohl in Ordnung. Und ich glaube, es ist der Kapitän, es ist Christian Kühlwetter, wenn ich das korrekt gesehen habe, der da jetzt auch behandelt werden muss. Ja, jetzt wird die Verletzungspause gleichzeitig auch als Trinkpause genutzt. Ja, und wer gerade die Rufe mitbekommen hat, Absteiger, Absteiger, und sich beim Blick auf die Tabelle der Oberliga Rheinland-Pfalz da wundert und denkt, Lautern 2 ist doch gar nicht abgestiegen. Vollkommen richtig. Das war eine kleine Spitze in Richtung der Profis.
die normalerweise ihre Heimspiele hier im Fritz-Walter-Stadion austragen. Denn die mussten in dieser Saison als Tabellenletzter den Gang in die dritte Liga antreten. Sickinger da raus, den Ball gespielt auf Mjotke. Nochmal Mjotke. Ja, und er zeigt schon an. Und das ist ein gefährliches Ding, wenn er da rankommt. Der Biedermann. Da haben ihm nur Zentimeter gefehlt. Das war tatsächlich ein Rückpass der Kategorie. Muss man so nicht machen, außer man will den Gegner zu einer Chance einladen. Auch das gut gemacht, gibt keinen Elfmeterpfiff, auch wenn Leo Diefenbach den gerne gehört hätte. Und einer, der den auch gerne gehört hätte, denke ich mal, steht hier rechts neben mir. Ja, Simon, es sind knapp 22 Minuten gespielt. Erstes Zwischenfazit. Ja, ich denke, die ersten 10 Minuten gingen an den FCK mit ein bisschen mehr Ballbesitz. Aber jetzt auch nichts Zwingendes nach vorne. Und ich denke, jetzt mit zunehmender Spieldauer sind wir ganz gut drin in der Partie. Sind jetzt auch gerade nach vorne ein bisschen gefährlich geworden. Jetzt zwar nicht so zwingend, aber ja, man merkt jetzt schon, wir haben ein bisschen mehr Ballbesitz. Wir spielen ein bisschen konsequenter nach vorne. Jetzt hier gerade vor ein paar Minuten, wenn wir den Konter da ein bisschen besser ausgespielt hätten, mit 4-5 Mann der Offensive gegen Unterzahl vom FCK, wäre da vielleicht mehr dabei rausgekommen. Aber ja, die Jungs sind ganz gut im Spiel, denke ich. Und ja, lassen wir uns mal überraschen, was uns noch auf dem Rasen zaubern. Jetzt gerade vor wenigen Sekunden, bevor du kamst, gab es diese Szene mit dem Rückpass auf den Torwart der Lautra, Lukas Schellenberg. Wenn du so einen Pass zurückspielen würdest, was müsstest du danach von Pauli anhören? Ja, wenn nichts passiert, muss ich mir wahrscheinlich gar nichts anhören. Aber ja, wenn das natürlich in die Hose geht, da gibt es auch mal ein bisschen auf den Deckel, würde ich sagen, von außen. Ja, ist jetzt gut gegangen, zum Glück für den FCK und zum Pech für uns. Aber ja, war natürlich schon sehr riskant und als Abwehrspieler weiß, wenn ich so einen Ball zurückspiele, dann zitterst du so lange, bis der Torwart den Ball dann doch kriegt und den Ball wegschlägt und es dann nichts passiert. Ja, war ein kleines Blackout, was sich die Lautra Hintermannschaft da erlaubt hat. Generell, auch das ist in den ersten Minuten aufgefallen, ziemlich viele Fehlpässe auf beiden Seiten. Aber trotzdem merkt man beiden Mannschaften an, das hier ist nicht einfach nur ein Kick, der nichts mehr auszusagen hat, sondern es geht hier doch noch ein bisschen ums Prestige. Ja, also wie gesagt, beide Mannschaften wollen hier nichts herschenken, wollen die Saison positiv abschließen, weil klar, der letzte Eindruck, der bleibt natürlich auch hängen bei jedem Einzelnen im Kopf, auch bei den Fans. Und dementsprechend sind beide Mannschaften gewillt, hier die Saison positiv zum Abschluss zu bringen. Ja, das merkt man auch bei so kleinen Situationen wie jetzt. Dominik Hintscher hat da den Kontakt gesucht, deswegen gibt es da jetzt auch den Freistoß. Und wer die Kommunikation gerade mitbekommen hat, erst zwischen Daniel Paulus und Kinchi, jetzt auch noch zwischen Josef Sinar und Kinchi, kannst du dir vorstellen, um was es da gerade ging? Ist ja wahrscheinlich nicht ums Sammelalbum für die WM-Bildchen, oder? Ja, das glaube ich. Ich habe gerade so zugehört, weil der Niklas mich gerade ein bisschen abgelenkt hat. Das kann er gut. Ja, aber Kinchi muss vielleicht hier und da noch besser die Räume ein bisschen stopfen. Ich denke mal, dass es vielleicht darum ging. Ein bisschen mehr Laufbereitschaft hier und da. Ja, aber ist bei den Temperaturen, ist wie gesagt auch nicht einfach. Und ja, ist ja jetzt schon wieder flott auf dem Weg nach hinten gewesen. Ich denke, die Ansage von Josef, die hat auf jeden Fall gefruchtet. Ja, ist ja durchaus ein Mann, der klare Worte findet, wenn es denn sein muss, ne? Ja, der braucht nicht viele Worte. Da ist, wie gesagt, die Lautstärke beim Josef schon ein paar kurze Kommandos, die reichen schon mit etwas erhöhter Tonlage und dann ja, spuren die Jungs auch. Das glaube ich nur allzu gerne. Eine Situation hat uns ein bisschen gewundert, beziehungsweise eine Position, und zwar wir haben hier noch auf dem Spielbogen Tim Garnier stehen, aber jetzt ist es der Aaron, der Engeldinger, der Panzer, ja, der da auf der rechten Seite rollt. Hast du da nähere Informationen zu? Ja, habe ich. Kann ich dir gerne geben. Ist ja jetzt kein Geheimnis. Ja, Gani hat einen doppelten Faserriss, wie wir jetzt festgestellt haben. War die Woche beim Arzt, waren die ganze Zeit ausgegangen, dass er einen Faserriss hat. Und jetzt war gerade der Hermann heute Morgen, einer von unseren Physios, hat sich das Ganze nochmal angeguckt und hat dann festgestellt, sieht man ja diese Dellen dann im Muskel.
wenn da ein paar Fasern reißen. Und jetzt hat er gemeint, er hat nicht nur einen Faserriss, sondern mittlerweile einen doppelten Faserriss. Und ja, er hat wohl auch mit dem einen Faserriss die letzten Wochen auch schon gespielt und trainiert. Und ja, aber ich denke, so ein Faserriss, der dauert ja 2-3 Wochen. Ich denke, da ist jetzt keine Gefahr, dass der beim Start der Vorbereitung jetzt nicht mit dabei ist. Ja, aber passt so ein bisschen zu Ganni, ne? Also wenn er was macht, dann richtig und am liebsten nicht nur einfach, sondern doppelt. Ja, ich habe vorhin noch mit ihm geredet, mit Lukas Jakob, genau das Gleiche. Er hat ja Muskelbündelriss. Ist vielleicht die Euphorie in den jungen Jahren noch, weil mittlerweile bin ich so, wenn ich Schmerzen habe, das ist jetzt gerade nochmal gut gegangen, ja. Wenn ich Schmerzen habe, dann sage ich halt sofort dem Pauli, ich habe Schmerzen und gehe raus. Pauli ist halt so jemand, komm bei es auf die Zähne, das wird schon wieder, aber wenn man im Fußball so schön sagt, der Körper ist mein Kapital, das ist halt wirklich so und deswegen sollte man auf seinen Körper halt auch achten und hier und da haben die Jungs vielleicht Schmerzen gehabt und haben sich dann ein bisschen vom Pauli dann breitschlagen lassen und hier und da vielleicht gesagt, ja komm, ich beiße auf die Zähne. Das geht vielleicht, wenn man irgendwo einen Schlag hinbekommt, aber muskulär ist immer heikel, wenn da irgendwas ist und dann mal in einem Sprint, da kann man was abreißen hinten und da fällt man halt länger aus. Deswegen ja, habe ich jetzt gerade die zwei da nochmal sensibilisiert ein bisschen und gesagt, Jungs, wenn ihr wirklich was merkt, dann sollten wir auf jeden Fall aufhören. Und jetzt gerade zum Schluss von der Saison, das braucht jetzt kein Mensch mehr. Das ist jetzt gerade nochmal eng. Schade. Nee, aber wie gesagt, jetzt am Ende von der Saison, so eine Verletzung braucht eigentlich kein Mensch. Aber, nein, definitiv nicht. Ja. Vor allen Dingen das bisschen Freizeit, was man dann vor der Vorbereitung vielleicht zur Verfügung hat. Ich meine, das trifft dich ja genauso. Das will man so wahrscheinlich auch aktiv gestalten, ne? Ja. Hast du Pläne für die Sommerpause? Ja gut, ich bin jetzt gerade umgezogen, bin noch ein bisschen im Umzugsstress. Werde jetzt in 2 Wochen dann noch in Urlaub fliegen für 11 Tage. Ich denke, wenn man ein bisschen abschalten will, dann sollte man auch mal raus hier aus allem. Bisschen in die Sonne, einfach mal entspannen, die Seele baumeln lassen, wie man so schön sagt. Und da kommt man auch gestärkt wieder. Aber klar, wir werden einen Laufplan von Pauli bekommen, quasi die Vorbereitung für die Vorbereitung, wo wir wieder Läufe absolvieren müssen. Und ja, dass wir nicht ganz unvorbereitet aus der Pause rauskommen. Und ja, aber wie gesagt, das sind ein paar Läufe. Ich denke, da hat man auf jeden Fall noch genug Zeit, Kraft zu tanken. Das kann ich mir vorstellen, auch wenn du, denke ich mal, erstmal davon befreit bist, ne? Ja, wie gesagt, die nächsten 2 Wochen werde ich eh nichts machen, aber wird keiner was machen, aber dann dürften die Schmerzen noch ein bisschen abgeklungen sein und dann werde auch ich wieder die Laufschuhe anziehen und ja, mich dann hier und da mal ein bisschen bewegen. Und eine, die sich sehr wahrscheinlich ganz besonders über deine Verletzung gefreut hat, ist wahrscheinlich deine Freundin. Die hat sich auch gefreut. Ja, die musste sich wahrscheinlich die ganzen Kartons schleppen, ne? Ja, war jetzt nicht nur meine Freundin hier. Niklas steht jetzt gerade nebendran. Er hat geholfen bei der Couch zum Beispiel. Soll ich übrigens noch ein Lob austeilen? Habt ihr sehr gut gemacht. Ja, haben sie gut gemacht. Felix Fischer wohnt ja in Riol, auch nur ein paar Kilometer weg. Der hat mir noch geholfen. Klar, dann die Eltern. Ich war ein bisschen befreit. Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe auch einen Ikea-Schrank aufgebaut. War ich sehr, sehr stolz. Mit dem einhändig, Arm. Einhändig. Mit dem Arm. Ja, die Schlinge war dann zwar nicht da, aber klar, man muss dann, dauert alles ein bisschen länger. Aber ja, habe ich trotzdem hinbekommen. War auf jeden Fall, war in Ordnung so. Das ist sozusagen Ikea-Aufbau, professionelles Niveau hoch 2. Ja? Also mit nur einer Hand. Ja. Aber wie gesagt, es ist so gut beschrieben. Also ja, das habe selbst ich, obwohl ich 2 linke Hände habe, ganz gut hinbekommen. Beziehungsweise im Moment sozusagen nur eine, ne? Eine Hand. Es ist sogar die linke, die ich habe. Es ist die linke. Es ist die linke. Ja. So, während wir hier ein bisschen über alles Mögliche abseits des Platzes geredet haben, haben wir 2 dicke Chancen für den FCK gesehen, ja. Wo zweimal ein Spieler der Roten Teufel Mutterseelenallein da zum Abschluss kam. Ja. Das sind so Situationen, da musst du dir auf die Oberlippe beißen, ne? Ja, da bleibt mal kurz das Herz stehen und wenn da nichts passiert, kann man dann nochmal leichter aufatmen. Wie gesagt, einmal stand er jetzt im Abseits, beim zweiten Mal hat Nahani den Ball ja dann doch gehabt. Und ja, im Großen und Ganzen ja, war jetzt nichts Weltbewegendes, keine klare Torschance. Aber ja, wie gesagt, nichts passiert, Gott sei Dank. Und schauen wir mal. Vielleicht noch eine abschließende Frage zu diesem Zwischenfazit. Was würdest du den Jungs, wenn du jetzt da auf dem Platz stehen würdest, was würdest du denen jetzt auf den Weg mitgeben? Ja, ich denke, wir sind ganz gut im Spiel und einfach jetzt gerade so weitermachen. Wie gesagt, bis auf die ersten 10 Minuten, wo jetzt der FCK ein bisschen mehr Ballbesitz hatte, sind wir eigentlich ganz gut im Spiel.
und ja, einfach so weiterspielen und vielleicht rutscht mal hinten einer durch. Biedermann hat ja jetzt gerade ein bisschen spekuliert darauf. Oh, jetzt wäre fast wieder, aber ist nichts passiert. Ja, Biedermann, wenn er hier einen Tick schneller gewesen wäre, hätte er das vielleicht ausnutzen können. Aber wie gesagt, die sind auch nicht so sattelfest hinten jetzt, ja, dass man jetzt sagt, die spielen uns an die Wand. Im Gegenteil, ich denke, wir sind ganz gut im Spiel. Von daher würde ich sagen, Jungs, einfach weitermachen. Ist okay, so wie es jetzt ist. Gutes Auswärtsspiel von uns, solides Auswärtsspiel von uns. Lassen ja jetzt wenig zu hinten und deswegen gibt es eigentlich nicht viel zu meckern. Nee, schließe ich mich an. Also ein völlig offenes Spiel auf einem ordentlichen Niveau. Beide Mannschaften begegnen sich mit einem offenen Visier. Und dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zwischenfazit und wünsche dir noch viel Spaß beim Zuschauen sozusagen. Wir versorgen dich zur Halbzeit nochmal mit einem Wasser, damit du uns hier nicht eingehst. Und dann würde ich sagen, schaust du nochmal in der zweiten Halbzeit vorbei. Alles klar, mache ich. Bis gleich. Danke. Also der Simon hat gerade erzählt, Niklas, du hättest beim Umzug geholfen. Es würde nur eine antike Vase bei Ihnen seitdem fehlen. Weißt du da was drüber? Noch nie gehört. Nee, auch noch nie gesehen. Okay, dann ist ja alles klar. Es gab hier zwei, drei Schrecksekunden. Aber du weißt, wo der Defibrillator hier steht, ne? Ja, die Wege sind nur relativ weit. Also ich würde es nicht drauf ankommen lassen und ich würde unsere Jungs dann doch bitten, vielleicht an die gute Leistung, die sie hier wirklich über weite Strecken im ersten Durchgang bisher gezeigt haben, auch weiterhin anzuknüpfen. Denn in den letzten 3, 4, 5 Minuten, während ihr hier nett geplaudert habt, da hat der FCK so ein bisschen den Druck erhöht. Ihr habt es ja, oder du hast es ja eben auch nochmal zusammengefasst. Da gab es 2, 3 echt gute Gelegenheiten. Da müssen unsere Jungs aufpassen. Gleichzeitig auch vorne 1, 2 schöne Kontersituationen, wo einfach der letzte Pass gefehlt hat. Ja, kennen wir. Ja, dummerweise, muss man ganz ehrlich sagen, hat uns die Saison hier und da wirklich dauerhaft begleitet, dass da tatsächlich so der letzte Ball nicht ankommt. Ist das eine Aufgabe für die Sommerpause? Ja, ich denke schon. Also ich denke, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Einmal natürlich ganz klar die Kaderzusammenstellung. Also es gibt so diese Spielertypen, Dominik Kintscher ist so einer und eigentlich auch, wenn er denn fit ist, Saki Nutzos, die haben auch einfach ein hervorragendes Auge eben für diesen letzten Pass und die können das einfach besser als so manch anderer Spieler. Und genau so einen braucht es dann halt auch in der kommenden Saison, der häufiger diesen finalen Pass macht. Und ansonsten, Benni, kann man da natürlich viel trainieren über Laufwege, die dann einfach passen müssen. Gerade auch von unseren Stürmern. Wir haben schon drüber gesprochen. Wir sind ein bisschen variabler geworden über die Saison. Brandscheid und Kayoglu, die immer mal die Seiten tauschen. Aber da geht noch was. Und ich bin mir ziemlich sicher, das steht ganz fett auf dem Aufgabenzettel von Daniel Paulus für die Sommerpause. Da bin ich mal gespannt, was da unter anderem vielleicht auch noch für Namen auf diesem Zettel stehen. Ich denke, da wirst du uns ja auch über die Sommerpause hinweg auf dem Laufenden halten. Und derjenige, der dann ab nächster Saison ein SVE-Trikot überstülpen darf, der wird sofort von dir abgelichtet und auf die Homepage gestellt. Da kribbelt es mir jetzt schon so ein bisschen in den Fingern. Bin ich gespannt drauf. Schlechte Ecke. Felix Fischer kann klären. Dafür war die Ecke davor gar nicht mal so schlecht. Diefenbach kam da mit dem Kopf ran, setzt damit aber München unter Druck. Ah, und das hat er geahnt, dass da der Ball von Biedermann auf Brandscheid sollte. Ja, und dann ein kleines Missverständnis. Also waren auch beide, Biedermann und Diefenbach, nicht so ganz zufrieden, nicht so ganz glücklich mit der Aktion des jeweils anderen. Robert. Guter Ball. Zu weit. Dann korrigiere ich mich. Kein guter Ball. Gut gedacht war's. Ja, bisschen scharf. In der Tat sehr gut gedacht. Ja, und was die Gästefans aus der ältesten Stadt Deutschlands hier abreißen. Das ist einfach großartig. Jetzt ist gerade nochmal Trinkpause, vielleicht für uns nochmal eine Gelegenheit, einen Blick zu werfen auf den Gästeblock. Vielen Dank an unseren Kameramann Ricardo Krechel, der uns hier die Mitgereisten aus der ältesten Stadt Deutschlands nochmal einfängt.
Also ihr seht, die Stimmung, die ist großartig. Reißen da ordentlich was ab. Die Jungs und Mädels, die da hier heute mit auf den Betzenberg gereist sind. Und wenn man aufs Team guckt, Josef Sina und auch Daniel Paulus, das hat schon fast was vom Handball, wie die zwei da auf ihre Männer einreden. Und auch Rudi, der hat sich da gerade den Kinscher geschnappt und sagt, Kinschi, pass auf, so und so. Und wenn einer dann natürlich Tipps geben kann im Stürmer, dann ist es Rudi Thömmes. Ist ja aller Voraussicht nach, wenn alles mit dem Deal mit den Saarländern klappt, heute sein letztes Spiel. Ja, vorbehaltlich, dass man sich da einig wird. Sieht so aus, war ja schon der Presse zu entnehmen, dass nicht mehr allzu viel fehlen soll, sobald da eine endgültige Entscheidung vorliegt, werden wir das selbstverständlich verkünden. Ja, du. Ja. Um ehrlich zu sein, nicht wir, sondern du. Rudi Thömmes, ich glaube, wir brauchen über seine Verdienste rund um Eintracht Trier nicht zu sprechen. Sein Name so oder so ganz, ganz eng verbunden mit der tollen Historie unseres Vereins. Du sagst ganz eng, ich würde sogar sagen untrennbar. Und von daher, ja, gebe ich dir zu 100% recht. Damit verliert der SVE schon ein großes Aushängeschild. Ja, und gleichzeitig muss man aber auch sagen, natürlich birgt so ein personeller Wechsel dann immer auch nochmal eine Möglichkeit, einen neuen Reizpunkt zu setzen. Rudi war jetzt 8 Jahre lang als Co-Trainer unter verschiedenen Cheftrainern für den SVE aktiv. Und er hat jetzt diese Chance. Wie gesagt, die ganze Sache ist noch nicht fix. Insofern brauchen wir das auch noch nicht in aller Ausführlichkeit zu diskutieren. Aber der Trend, der geht wohl in die Richtung. Ja, und wie gesagt, dann besteht natürlich für den SVE die Möglichkeit, sich auch im Trainerteam nochmal ein bisschen neu aufzustellen und vielleicht nochmal den ein oder anderen neuen Reizpunkt zu setzen. Also mein Reizpunkt bist meistens du. Aber ich denke, für die Position stehst du nicht zur Verfügung. Ah, böse Zungen würden behaupten, dafür fehlt mir auch sowohl das fußballerische Talent als auch insbesondere das Fußballverständnis. Engeldinger, ja. Der hat jetzt mal Platz, der hat jetzt mal Platz und er geht die Meter, der wird viel zu spät angegangen, dann der Pass auf Brandscheid, der setzt sich da gut durch und dann der Pass in die Mitte und der, ja, der geht nicht durch, der kommt nicht vorbei an Lukas Schellenberg, der da gut rausgesprungen ist aus seinem Kasten und mit dieser flachen Hereingabe gerechnet hat. Ja, das ist natürlich schade. Das war relativ eindeutig die beste Chance für unsere Jungs hier in diesem ersten Durchgang bis hierhin. Die 37. Minute war es. Nochmal läuft der Angriff über Heinz, über Kayaoglu. Diefenbach, gutes Zusammenspiel da auf der linken Seite. Heinz versucht schnell zu machen, wieder in den Lauf von Diefenbach, Ball im Aus. Wieder über die linke Seite, wieder über Kevin Heinz und wieder über Ömer Kayaoglu. Zusammenspiel der beiden Linksfüße. Und dann der Abschluss von Kevin Heinz mit dem Schwachen, mit dem Rechten. Und dieser abgefälschte Roller, der ist dann kein Problem für Lukas Schellenberg im Kasten des ersten FC Kaiserslautern. Ja, wir hatten, glaube ich, alle so ein bisschen drauf gehofft, vielleicht hier heute Matteo Raab im Tor des FCK zu sehen. Letzte Saison ja so wahnsinnig erfolgreich gewesen mit Aaron Engeldinger, mit Felix Fischer, mit Tim Garnier, mit Ömer Kayaoglu und auch mit Lukas Jakob, dem wir an dieser Stelle gute Besserung wünschen nach seinem Muskelbündelriss vom vergangenen Samstag. Da hat er die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest und den Rheinland-Pokal gewonnen mit seinem Cheftrainer Daniel Paulus. Damals ist dann
hier nach Lautern gewechselt. Hatte sich gerade im Tor festgespielt und sich dann ganz, ganz schwer verletzt. Matteo Raab. Und wieder die Kontergelegenheit für unsere Eintracht. Nee, Kevin Heinz, der sagt, wo soll ich denn da hinspielen? Der beschwert sich, weil da der Laufweg nicht gepasst hat. Zumindest nicht zu den Vorstellungen, die Kevin Heinz hatte. Und die Flanke, ja, Prädikat ungefährlich. Ball rollt allerdings in Seiten aus. Ja, Benni, wo wir gerade über Kevin Heinz gesprochen haben, vielleicht eine ganz gute Gelegenheit. Kevin Heinz, ihr habt es vielleicht mitbekommen, entweder durch die Zeitung oder aber auch auf unserer Homepage. Der hat einen Benefizlauf ins Leben gerufen, beziehungsweise er selbst wird für einen guten Zweck an einem Lauf teilnehmen in den österreichischen Alpen. Hier ist er am Ball, Kevin Heinz. Kommt Brandscheid daran? Nee. Nee. Also Kevin Heinz, wir wissen alle, Fitness, das ist sein Leben. Das sehen wir auch hier. Also Kevin Heinz, der ist topfit und er wird da an einem Höhenlauf in den österreichischen Alpen teilnehmen. 24 Kilometer. Und er bittet da unter dem Motto Kilometer gegen Krebs für Spenden an die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz. Hat ja selber im engsten Familienkreis erfahren müssen, was es bedeutet, eine Krebserkrankung verarbeiten zu müssen. Und hat die Hilfe der Krebsgesellschaft da sehr, sehr zu schätzen gewusst. Deswegen können wir nur nach Hause ein paar Worte richten und sagen, schaut euch das doch mal an. Auf unserer Homepage gibt es alle Infos dazu. Kevin Heinz, am 1. Juni wird es soweit sein. Da wird er für den guten Zweck 24 Kilometer laufen und spenden an die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz. Die sind da sehr, sehr erwünscht. Tolle Aktion, oder Benni? Ja, absolut. Absolut. Großartiges Projekt. Schöne Idee. Und dass er da sein Hobby verbindet mit einem guten Zweck, ist wirklich perfekt. Ich glaube, er hatte auch angefragt, ob du ihn mit der Kamera vielleicht begleiten wolltest über die 24 Kilometer. Auf dem Moped vielleicht. dann können wir das machen. Können wir drüber reden. Ja, so ein E-Bike. Genau. Ja, nee, er macht nämlich nicht nur, es geht nicht nur 24 Kilometer lang, sondern auch nochmal eben schlanke 1400 Höhenmeter auf diesen 24 Kilometern. Also das ist eine echte Tortur, die er sich da antut. Ja, aber wer Kevin Heinz sieht, wer den aktuell mal in den Blick nimmt, der sieht, das ist ein Monster. Das ist ein echtes Konditionsmonster. Und der Mann ist so fit wie kein anderer Turnschuh. Sickinger, die Hereingabe ist nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut für den Kapitän, für Christian Kühlwetter, der da immer mal wieder versucht, sich da zwischen den beiden Eintracht-Innenverteidigern im Strafraum zu positionieren, zwischen Gudi Mabuba und Josef Sinar. Das gelingt ihm bisher noch nicht allzu gut. Auch Ali, nicht nur die Fans, fordern Christoph auf den Zaun. Der bahnt sich jetzt seinen Weg nach vorne, gibt dann nochmal den Schlachtruf. Gut aufgepasst von Gudi Mabuba. Jetzt müssen wir aufpassen. Ja, oder auch nicht. Wir müssen uns hier bei eigentlich fast jeder Gelegenheit dann nochmal revidieren, ja, und korrigieren. Das ist tatsächlich so an Torgefahr nicht allzu viel. Yeah!
Calais nochmal bedrängt von Diefenbach. Ball landet bei Morabet. Ja, Foulspiel. Torben Recht, der Unparteiische, hat da den Einsatz als etwas überhart bewertet. Die Flanke ist nicht schlecht. Hanni München kommt da nicht ran. Und Kevin Heinz. Nee, Felix Fischer war es, glaube ich. Köpft das Leder da zur Ecke. Genau, ich wollte jetzt hier, nachdem ich eben schon mal kurz gewartet habe, hatte abwarten, bis dann Christoph tatsächlich zu den nur der SVE rufen lädt. Jetzt gibt's hier nochmal den Eckstoß für den ersten FC Kaiserslautern. Und wir sind deutlich über der Zeit drüber, aber es gab auch zwei Trinkpausen. Von daher muss das hier noch nicht mal die letzte Aktion sein. Ja, wir sehen da, Hanni München ist da vorhin behandelt worden. Steht jetzt wieder nach dem harten Einsteigen da gegen ihn. Ecke kommt, Morabet, ganz, ganz weich. Und diesmal ist Hanni München richtig gut da. Ekale senzt am Ball vorbei. Vielleicht noch einmal hier die Konterchance. Kinscher gegen Andric. Ja, holt den Einwurf. Schnell gemacht. Kommt der Biedermann da ran? Nö, gibt auch nochmal Eckstoß auf der anderen Seite. Hat mir eigentlich von der Idee auch wieder gut gefallen. Aber Bieder da, bewacht von drei roten Teufeln. Und das könnte jetzt die letzte Aktion in der ersten Halbzeit sein. Ömer Kayaoglu legt sich das Leder zurecht. Ja, das wäre doch was Feines jetzt hier, so unmittelbar vor der Pause. Kayaoglu, butterweich für Sina, der versucht zu verlängern. Kommt nochmal den Nachschuss. Jo, aber da hat dann das Zielwasser gefehlt und daran sieht man, dass Josef Sina, na gut, er hat ja auch schon mal getroffen, so ist es nicht, aber ist halt ausgebildeter Abwehrspieler. Ja, ich glaube sogar letztmals, bin mir jetzt nicht gerade ganz sicher, aber ich meine mich zu erinnern, sein letzter Treffer für den SVE, der war sogar gegen den FCK 2 damals noch in der Regionalliga nach seiner Rückkehr beim 2:2 zu Hause bei uns im Moselstadion. Ja, und so geht es nun mal mit einem 0:0 torlos in die Halbzeitpause. Niklas, ja, selbe Frage eigentlich wie immer. Was war das heute bislang im ersten Durchgang? Ich glaube, wir haben hier ein launiges Oberligaspiel gesehen bisher. Beide Mannschaften spielen auf keinem schlechten Niveau. Man sieht die letzte Konsequenz. So dieses letzte Quäntchen, das fehlt vielleicht in der einen oder anderen Situation noch. Und natürlich Präzision im entscheidenden Moment bei beiden Teams. Aber ansonsten relativ launig. Wir haben dann auch doch noch ein paar Chancen gesehen. Jetzt zum Schluss Josef Sina. Und ja, ich denke, wir können uns auf einen spannenden und hoffentlich ereignisreichen zweiten Durchgang freuen. Absolutes Highlight bisher, natürlich der Gästeblock da drüben. Die Verrückten, die machen hier ordentlich Party und so macht das richtig Spaß. Ja, definitiv. Also da kann ich wirklich nur sagen, derjenige, der jetzt dieses Spiel von zu Hause oder wo auch immer er sein mag, beispielsweise Conny in Mainz wahrscheinlich, der wird auch wieder mit dabei sein. Also wo auch immer ihr dieses Spiel verfolgt, diejenigen, die hier heute auf unserer Seite den Weg angetreten haben, und damit meine ich nicht die 11 Jungs auf dem Platz, sondern damit meine ich die gut 200, die den Weg in den Gästeblock gefunden haben. Das ist der absolute Hammer. Es geht heute um absolut rein gar nichts mehr. Es ist ein reines Prestigeduell und es ist echt Wahnsinn, was sie da abfackeln. Ja, sehr, sehr cool. Also nichts als Respekt. Ich habe extra auch Feinripp drunter, zeige ich jetzt nicht, aber danke. Könnt ihr mir glauben. Und ja, nee, ich glaub's klasse. Dir. Ich glaub's klasse. Dir. Klasse, also klasse Support. Wie gesagt, richtig tolle Fußballatmosphäre und ja. Wir freuen uns auf den zweiten Durchgang und wir freuen uns vor allen Dingen auch in der Halbzeitpause auf Teil 2 des Interviews mit Simon Maurer, denn der wird uns hier gleich nochmal Gesellschaft leisten. Genau. Wir schauen zum Abschluss nochmal auf die gefährlichste Situation
vom SVE gegen den 1. FC Kaiserslautern. Machen kurz Werbung, eine kurze Pause und dann melden wir uns zurück. Und dann haben Niklas und Simon das Wort. Bis gleich. Und was gibt's Neues? Schuhe. Schau mal. Mhm, nice. Was ist denn das überhaupt? Appes. Appes, ist klar. Ja, Appes, die App von SWT. Sag bloß, du hast noch nichts davon gehört. Appes ist so, wie du dir deine Traumfrau vorstellst. Sie weiß alles, sie hat tolle Ideen. Genau. Und ein Schuh-Tech. Nicht nur Schuhe, Schatz. Dein Verein, unser Lifestyle, wo was los ist und wie wir da hinkommen. Aber parken kann sie nicht. Aber natürlich kann sie parken. Das ist Apples. Ja, da sind wir wieder. Simon, kurzes Fazit oder dein kurzes Fazit hier zu dem, was wir da im ersten Durchgang gesehen haben? Ja, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, die ersten 10 Minuten haben wir ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Und ja, jetzt dann, sagen wir, ab der 10. Minute sind wir eigentlich ganz gut im Spiel, spielen auch nach vorne, ist jetzt mittlerweile auf beiden Seiten
wie Benny vorhin schon gesagt hat, ein offener Schlagabtausch und ja, Chancen auf beiden Seiten. Ein bisschen cleverer ausspielt, dann werden hier vielleicht auch schon ein paar Tore gefallen, aber ja, was nicht ist, kann ja noch werden in der zweiten Halbzeit. Ja, wollen wir es mal hoffen. Ein paar Tore wären, glaube ich, für alle auch daheim an dem Bildschirm nicht so wahnsinnig schlecht. Wir nutzen jetzt vielleicht mal den Moment, 45 Minuten sind noch zu spielen in dieser Saison, ja. Nämlich genau die 45 Minuten, die jetzt gleich noch kommen, in der kommenden Spielzeit. Mit Homburg hat sich ein Spitzenteam der Oberliga Rheinland-Pfalz sah schon ganz sicher nach oben verabschiedet in die Regionalliga Südwest. Bei Pirmasens drücken wir natürlich auch die Daumen, dass es der FKP schafft. Du als ehemaliger Spieler, hast du nochmal irgendwie Kontakt auch gehabt zu den Kollegen? Ja, man sieht sich ja, wenn man halt gegeneinander spielt. Ansonsten hier und da mal eine Nachricht bei WhatsApp, bleibt man natürlich mit einigen auch noch in Kontakt. Jetzt nicht mehr mit allen, aber man hat ja so seine Spezies, mit denen man ein bisschen mehr zu tun hat als mit anderen. Aber klar, natürlich drücke ich persönlich im FKP die Daumen. Hatte eine super Zeit dort, wurde auch, als wir da gespielt haben, von allen, ob es Präsident war, ob es der Trainer war, egal wer es war, wurde herzlichst empfangen. Und deswegen drücke ich auf jeden Fall auch dem FKP die Daumen, dass es wieder schaffen mit dem direkten Wiederaufstieg. Ja, aber gleichzeitig, also selbst wenn es die beiden schaffen, die Konkurrenz in der Oberliga Rheinland-Pfalz sah, die wird jetzt trotzdem nicht unbedingt kleiner, denn wir haben gesehen, Röchling-Völklingen, TSV Schott Mainz, die kommen unter Garantie zu uns in die Liga hinzu. Wir haben die Relegationsergebnisse gesehen, Saarbrücken verloren, Mannheim verloren, würde bedeuten TuS Koblenz. Also wie verfolgt ihr das? Wie verfolgst du das? Ja, ich habe es jetzt die Woche live laufen lassen, Saarbrücken gegen 1860. Ich bin auch eigentlich der Meinung gewesen, Saarbrücken gewinnt das Spiel zu Hause. Haben sie jetzt verloren, jetzt müssen sie natürlich mit 2 Toren Unterschied in München gewinnen, was natürlich auch nicht einfach ist. Ja, jetzt ist der Kevin Behrens ein absoluter Topstürmer von den Saarbrückern, ist gesperrt im Rückspiel, das macht es auch nicht einfacher. Patrick Schmidt war wohl nur angeschlagen, weil er eingewechselt wurde. Auch, wie gesagt, die beiden sind mit eigentlich das Beste, was so rumläuft in der Regionalliga. Deswegen wechseln sie auch beide in die zweite Liga. Klar, wenn die nicht richtig fit sind, ist vielleicht auch ein Manko für Saarbrücken und jetzt gerade auswärts jetzt natürlich gegen 1860 nicht einfacher. Ja, Mannheim auswärts 1-0 verloren mit den eigenen Fans im Rücken beim Heimspiel. Denke ich, kann sich auf jeden Fall größere Chancen vielleicht sogar ausrechnen als Saarbrücken. Mit den eigenen Fans im Rücken sollte das vielleicht machbar sein, ein Tor aufzuholen. Ja, so viel zu deiner Einschätzung. Und wie verfolgt ihr denn, was wäre euch denn am liebsten, dass die TuS runterkommt oder dass ihr in der Regionalliga Südwest bleibt? Also bevorzugt ihr quasi dieses tolle Spiel, was dann in der nächsten Saison definitiv auf Eintracht Trier zukommen würde? Hitzige Fans, also alles, was man eigentlich sich von einem schönen Fußballspiel erwartet. Oder sagt ihr, ja, mit Schott und mit Röchling-Völklingen und natürlich auch mit der zweiten Mannschaft des ersten FCK, das wird schwer genug? Ja, ist vielleicht so ein bisschen gemischt, weil auf der einen Seite, wenn man aufsteigen will, da muss man ja fast eigentlich jeden Gegner schlagen, egal wie es jetzt ausgeht. Ja, auf der anderen Seite wäre natürlich ein Gegner von dem Kaliber, wäre uns vielleicht auch nicht ganz so unrecht, wenn die es jetzt dann vielleicht doch schaffen würden, aufgrund, dass die anderen beiden aufsteigen. Oder zumindest einer von beiden. Ich glaube, Koblenz, da reicht ja, wenn einer aufsteigt. Genau. Und ja, wie gesagt, wir nehmen es, wie es halt kommt, weil wir können es nicht beeinflussen. Also die Mannheimer und die Saarbrücker haben es ja selbst in der Hand. Koblenz ist abhängig von den beiden. Und ja, wenn sie runterkommen, was soll man großartig sagen? Wenn wir hoch wollen, müssen wir die schlagen, ganz einfach. Und man kann schon sagen, natürlich, der Kader steht noch nicht für die kommende Saison, deswegen ist eine verlässliche Aussage zu diesem Zeitpunkt schwierig. Aber du hast es auch schon, als du deinen Vertrag verlängert hast, gesagt, du möchtest eigentlich schon mit Eintracht Trier gerne schnellstmöglich auch wieder in die Regionalliga Südwest. Ja, wie gesagt, ich habe hier und da auch schon mal Gespräche geführt, da haben sie gesagt, ja, warum bleibst du in Trier, warum ja, willst du nicht nochmal in die Regionalliga vielleicht nochmal angreifen oder so, aber mir wäre es einfach, wie gesagt, am liebsten, wenn ich das mit der Eintracht schaffe, weil ich fühle mich hier pudelwohl. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, jetzt das Grundgerüst, die Schlüsselspieler, denke ich, haben schon verlängert. Hier und da bräuchte man noch 3-4 Hochkaräter für die Oberliga, wenn ich das mal so sagen darf. Und dann, denke ich, sind wir ganz gut gerüstet. Wir haben es dieses Jahr gesehen, die Jungen, klar, die haben ein bisschen gebraucht, aber die haben sich jetzt auch wieder weiterentwickelt. Und von daher mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen, dass wir nächstes Jahr auch wieder eine schlagkräftige Truppe haben. Und wenn jetzt jemand uns gesagt hätte, ihr könnt bis 4 Spieltage vor Schluss rechnerisch immer noch aufsteigen, was ja jetzt so war, dann hätte es ja jeder unterschrieben. Also mit uns hat eigentlich keiner gerechnet und von daher haben wir eine gute Runde gespielt und warum soll das nicht nächste Saison wieder so sein? Ja, ich würde sagen, wir drücken die Daumen und Simon, dir vielen Dank, dass du dir hier die Zeit nimmst und ich denke, wir hören dich dann im zweiten Durchgang nochmal. Also, bis dahin. Jo.
So, und da sind wir wieder zurück mit dem zweiten Durchgang der heutigen Partie zwischen unserer Eintracht und dem 1. FC Kaiserslautern. Und in der Pause gute Unterhaltung für euch durch Simon Maurer und Niklas Stilz. Und wir haben auch mal einen kurzen Blick geworfen auf das Team, was nicht zu hören ist und oft nicht zu sehen ist, auf Ali Hein und auf Ricardo Krechel. An die beiden, die mit uns die Reise ja natürlich angetreten haben, auch nochmal ein kräftiges Dankeschön. Und jetzt machen wir weiter mit Fußball. Kinchi, kriegt er den erobert? Nee. Der FCK jetzt von links nach rechts. Unser SVE dementsprechend spielt auf die Fankurve. Jetzt sind auch die Fans wieder da. Kevin Heinz, guter Ball auf Ömer Kayaoglu. Der könnte nochmal zu Heinz spielen, macht er aber nicht. Versucht da alleine sich zu behaupten gegen Ekalé. War vielleicht nicht die beste Idee. Ja, ist richtig. Wir sehen jetzt auch, dass Leo Luca Diefenbach da aus dem Mittelfeld nach hinten links gerückt ist und Kevin Heinz dafür das Mittelfeldzentrum beackert. Deswegen können wir uns wahrscheinlich darauf einstellen, ihn häufiger vorne zu sehen in diesem zweiten Durchgang, den Kevin Heinz. Ja, da soll noch ein Eintracht-Spieler am Ball gewesen sein. Und Ekalé bringt jetzt die dritte Ecke für den FCK in dieser Partie rein. Und da klärt Hanni München, beziehungsweise hat den Ball, fischt ihn da vom Fuße von Carlo Sickinger. Das war, so würde ich sagen, die brennendste Gelegenheit für den FCK in diesen gespielten 48 Minuten. Ja, also wenn da ein Roter den Fuß dran bekommt, dann wird es hier natürlich brandgefährlich. Gut reagiert von unserem Geburtstagskind, von Hanni München in dieser Szene. Ja, und dann den Ball weggeschossen von einem FCKler. Und der bleibt natürlich dann auch noch wenige Zentimeter im Spielfeld liegen. Das ist natürlich in einer Partie, wo es keine Balljungen gibt. Durchaus probates, wenn auch unschönes Mittel, um hier das Spiel zu verlangsamen. Ja, wir haben hier Ballordner. Und jetzt wird die komplette Bank des SVE, sie ist ja nicht voll besetzt, ein Platz ist ja leer, wird jetzt zum Aufwärmen geschickt. Es sind sogar zwei Plätze leer. Es sind lediglich vier Spieler, die sich da in Richtung Hintertorraum von Hanni München aufmachen. Ja, namentlich Adam Busi, der Routinier. Und dann noch drei ganz junge Kerle. Luca Sassosand in dieser Saison. Sechsfacher Torschütze in der Oberliga Rheinland-Pfalz sah. Und ähnlich viele Treffer hat er auch im Rheinland-Pokal erzielt. Gut aufgepasst von Diefenbach. Und ansonsten Verstärkung aus der U19. Lukas Servatius ist wieder mit dabei. Ein Name, den die Eintracht-Fans inzwischen kennen sollten. Hat ja auch schon den ein oder anderen Oberliga-Einsatz zu verzeichnen, der Server. Und ansonsten Julian Schneider, auch er kommt aus der U19 des SVE. Letzte Saison schon unter Daniel Paulus dort trainiert und war jetzt schon mehrfach im Kader. Ist bisher noch nicht zum Einsatz gekommen in der Oberliga. Wer weiß, vielleicht bekommt er hier ja noch mal ein paar Minuten. Ja.
Gudi Mabuba sucht da den Zweikampf. Gut behauptet. Und gut aufgepasst von Josef Sina. Doppelpass mit Kevin Heinz. Ja, da finden sich nur schwerlich irgendwelche Anspielstationen. Deswegen geht der Ball da auch korrekterweise nochmal hinten rum. Der FCK steht hier enger Mann. Guter Ball, genau zu Dominik Hinscher. Der hat mal ein bisschen Platz, versucht auf der linken Seite Leo Luca Diefenbach einzusetzen gegen Ekalé. Diefenbach, ja, ich glaube, Diefenbach war zuletzt am Ball, ja. Hat der Unparteiische, hat Torben Recht genauso gesehen und deswegen gibt's Abstoß. Ja, ja, und der Leo Diefenbach, wenn man den abseits des Platzes sieht und mit ihm spricht, dann ist das ein ganz sympathischer, ganz angenehmer, ganz ruhiger Kerl. Aber auf dem Platz, da hat man auch gerade gesehen, bei dieser Schiedsrichterentscheidung, mit der er absolut nicht einverstanden ist, da legt er sozusagen sein zweites Gesicht auf. Und da gibt er um keinen Zentimeter nach. Ja, so ein bisschen Dr. Jekyll und Mr. Hyde bei Leo Luca Diefenbach. Ist ein Schlitzohr, auch abseits des Platzes. Also, muss man schon so sagen, aber ein ganz feiner Kerl. Aber wenn es dann losgeht, hier unten, wenn der Schiedsrichter dann die Partie anpfeift, dann spuckt der Gift und Galle, der Leo Luca Diefenbach. Ein Zeugnis dieses Einsatzes. Ah! Oh, Missverständnis zwischen Fischer und Heinz. Jetzt ist Kühlwetter im Abseits. Kühlwetter bei diesem Pass von Mohamed Morabet im Abseits. Aber trotzdem, dieses Missverständnis, das darf dir natürlich eigentlich nicht passieren. Also Felix Fischer und Josef Sina. Gucken wir nochmal auf diese Szene drauf. Da das Missverständnis. Und dann ist er im Abseits. Gut gesehen. Das ist Andric, Mario Andric zieht da den Turbo an, aber kein Problem für Josef Sina, ja, der da wohl doch noch am Ball dran war. Wohl doch noch am Ball dran gewesen ist, ja. Situation hätte ich jetzt auch so nicht eingeschätzt. Und der FCK jetzt in puncto Ecken. Oh, dominant mit 4:3. Da haben sie mächtig geschlafen und da haben sie Glück, dass der FCK hier nicht mehr draus macht. Da war noch keiner bereit für diese Ecke. Abstoß, Hanni München. Ja, und der Biedermann, der hält da die Hände an die Stirn. Schwierige Lichtverhältnisse. Jetzt steht die Sonne natürlich bei solchen hohen Bällen ungünstig. Ja, klasse Einsatz da von Jan Brandscheid gegen Mario Andric, der deswegen dafür sorgt, dass der SVE da in aussichtsreicher Position einen Einwurf bekommt. Also Höhe Strafraumgrenze, Ball kommt weit von Aaron Engeldinger, rutscht da auch durch, aber Carlo Sickinger, der passt auf. Das muss jetzt auch Gudi Mabuba tun, der wird da nämlich heftig angelaufen und klar gefoult von Christian Kühlwetter. Von hinten gestoßen. Und immer dieses Ball wegschlagen, das ist halt wirklich, da muss der Schiedsrichter jetzt auch so langsam mal Worte für finden, weil das verlangsamt natürlich wirklich das Spiel unglaublich durch die fehlenden Balljungen. Ja, ich glaube, das hat er jetzt auch gemacht. Also der Unparteiische, der hat sich da gerade den Christian Kühlwetter mal zur Brust genommen und gesagt, Junge, so nicht. Lukas Assosant ist der Erste, der vom Warmmachen Richtung Trainerbank aufbricht. Für wen kommt er denn jetzt? Ja, schwer zu sagen. Kommt drauf an, was Pauli hier erreichen möchte. Möchte er nochmal offensiv wechseln? Also das heißt, einen defensiver orientierten Spieler rausnehmen. Oder wird es ein Positionswechsel?
also für mich, je nachdem, Kandidaten so ein bisschen Dominik Hinscher und Alex Biedermann, die sich beide ein bisschen schwer getan haben in dieser Partie bisher. Wenn Pauli allerdings sagt, er will hier unbedingt die drei Punkte, dann könnte es auch sein, dass er einen Spieler wie Aaron Engeldinger oder Leo Luca Diefenbach vom Feld nimmt. Also wir gucken mal drauf, gleich ist es soweit. Gerade gibt es unten letzte Anweisungen für Luca Sassosand von Rudi Tömmes. Ja, und schon wird angezeigt, Wechsel. Ja, und es ist ein ganz anderer, wenn ich das richtig sehe. Ömer Kayaoglu verlässt den Platz. Also, der hatte ja unter der Woche Probleme mit der Wade, hat einen Bluterguss erlitten, einen relativ heftigen im Heimspiel im letzten gegen den SC 07 Ida Oberstein. Und vermutlich geht es bei ihm einfach jetzt nicht mehr weiter. Außerdem, es ist Ramadan und Ömer Kayaoglu, der fastet. Das heißt, vielleicht sind jetzt einfach auch die Kräfte des linken Flügelstürmers am Ende. Und deswegen willkommen auf dem Platz. Und keiner kann so schön sagen wie du, Luca Sassosand. Ja, und da es die letzten Minuten dann eben auch waren, rückwirkend betrachtet oder rückblickend betrachtet von Ömer Kayaoglu, müssen wir sagen, der hat auch eine klasse Entwicklung durchgemacht über den Saisonverlauf. Und ich freue mich schon wahnsinnig und ich glaube, das geht dir nicht anders, Niklas, auf nächstes Jahr. Ja, wenn man sieht, wie Ömer sich gemacht hat zu Beginn der Saison, da kam er noch relativ sporadisch zum Einsatz. Ersten Minuten für ihn gab es, glaube ich, am 7. oder 8. Spieltag. Also Ömer Kayaoglu, der war da zunächst nicht unbedingt gesetzt in den Planungen von Trainer Daniel Paulus. Aber inzwischen, da führt an ihm eigentlich kein Weg mehr dran vorbei. Technisch hervorragend ausgebildet. Kevin Heinz, der hatte ja nochmal bestätigt, das macht einfach richtig Spaß, mit dem Ömer Kayaoglu auf der linken Seite da zu spielen und zu kombinieren, weil er einfach ein gutes Grundverständnis hat von den Bewegungsabläufen und auch von den Laufwegen. Und ich glaube, da können wir uns wahnsinnig auf die neue Saison freuen, denn wenn der sich in dem Tempo weiterentwickelt, dann kann der auch in der kommenden Saison eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen, trotz seiner jungen Jahre. Ja, bin ich ganz bei dir. Gudi Mabuba wurde da beim Spielaufbau gefoult von Carlo Sickinger. Und Spielaufbau über Dominik Hinscher dann. Jetzt sehen wir auch nochmal die Einblendung. Der Wechsel eben. Ja, und Kinschis direkt Abgabe in Richtung Biedermann. Die war dann nicht präzise genug. Du hattest es ja in deinem Fazit schon angesprochen in der ersten Halbzeit. Die Präzision, das ist heute, ja, da legen die Jungs ein ziemlich grobes Maß an, würde ich sagen. Bislang zumindest. Kinscher. Wieder Kinscher behauptet da den Ball. Ja, da bleibt ihm nicht viel mehr übrig, außer diesen Eckball hier mitzunehmen. Da war auch keiner, Biedermann war gestartet, da war keiner in seiner Nähe. Ja, wenig Möglichkeiten. Dominik Hinscher, der muss da Tempo rausnehmen und ist dann, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr hart und sehr, sehr gut angegangen worden. Jetzt mal die Hereingabe von Engeldinger, die ist gar nicht so schlecht aus dem Halbfeld. Lukas Schellenberg, der muss da raus aus seinem Tor. Morabet zieht nochmal Tempo an und wird gelegt von Kinschi. Hätte man durchaus auch über eine gelbe Karte nachdenken können. Taktisches Foul. Aber der unparteiische Torben Rech, der belässt es bei einer Ermahnung für den Mittelfeldspieler der Eintracht. Die kommt nicht schlecht. Aber Sassosand hat da geklärt. Ja, gleich nochmal hinterher. Also Luca Sassosand. Ein Stürmer kommt und seine ersten beiden Aktionen, die hat er in der Abwehr gehabt. Energisches Zweikampfverhalten da von Ekalé. Das war schon ordentlich gerempelt. Das war am Rande. Ich sag mal, das war Grauzonenbereich. Und dann gut kommuniziert. Da hat es gestimmt zwischen
München und Josef Sina. Ja, Kitscher macht, das nicht schlecht, schade, gegen zwei Mann. Und dann der Pfiff, Kitscher. Und der regt sich auch richtig auf über die Entscheidung da, aber ich denke, es war die korrekte, wenn wir ehrlich sind. Ja, sah so aus, als hätte er Marudis da leicht getroffen unten am Fuß. Jetzt ist Aaron Engeldinger gefordert bei diesem Konter des FCK, geht zur Grundlinie, aber gut aufgepasst. Von Hanni München im Tor die Hereingabe. Von Kühlwetter, nicht allzu gefährlich. Der FCK stört hier früh. Jetzt müssen sie aufpassen. Ja, eine andere Wahl hatte er da nicht. Felix Fischer. Ja, da haben sie sich selber so ein bisschen in die Bredouille gebracht. Und der Abschluss von Josef Marudis, der ist nicht allzu gut. Währenddessen bahnt sich bei unserer Eintracht der nächste, der vorletzte Wechsel an. Du hast dich noch gar nicht warm gemacht. Ja, ich habe Pauli gesagt, ich stehe zur Verfügung, wenn er mich braucht. Also den Platz auf der Bank, den hätte ich eingenommen, aber er hat dann dankend abgelehnt und auf meine Dienste verzichtet. Unverständlicherweise natürlich. Ja, doch weil er weiß, dass ich dich hier oben brauche. Ja, der SVE lässt sich jetzt hier die letzten Minuten zu sehr einschnüren. Und da muss er raus, der Hanni München, und da kommt er auch raus. Hat einen Ticken für meine Begriffe zu lange gezögert. Aber ist ja nochmal gut gegangen. Und so wie Simon Maurer das eben zusammengefasst hat, wenn es gut geht, interessiert es danach keinen mehr. Ja, genau so ist es auch. Also Hanni München, das ist so ein Spiel, wo man ihm letzten Endes bis hierhin klar attestieren muss. An seinem Geburtstag eine sehr, 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 sehr ordentliche Partie. Immer, wenn er gebraucht wurde, war er auch zur Stelle. Wir blenden einfach mal die 1-2 Szenen im ersten Durchgang ein bisschen aus. Und jetzt ist es soweit. Der nächste Wechsel kommt. Und ich glaube, Dominik Kintscher geht raus. Und für ihn, wir haben eben schon mal kurz über ihn gesprochen, Serva, Lukas, Servatius neu mit in dieser Partie. Und der Kinchi, der sieht nicht glücklich aus. Der hätte hier lieber weitergespielt. Dafür muss man ihn gar nicht mal gut kennen, um die Aussage zu treffen. Da reicht auch einfach nur ein Blick in seine Augen. Ja klar, bei seinem Ex-Verein, hat ja selber in der Jugend einige Jahre hier beim FCK gespielt. Genauso wie im Übrigen auch unser Kapitän Simon Maurer. Wir gucken auf Kevin Heinz. Gute Bewegung für Alexander Biedermann. Der legt nochmal rüber. Vielleicht eine Schusssituation für Jan Brandscheid. Gute Bewegung. 1 gegen 1 Brandscheid. Dickste Gelegenheit für den SVE in Durchgang 2. Ja, da hätte es auch sein können. Dieses dreckige 1-0. Gucken wir nochmal schnell drauf, tut sich gerade nicht allzu viel. Da kommt der Ball raus. Gut zurechtgelegt und dann Zentimeter am Tor vorbei. Jetzt nochmal die Gäste. Ja, Kühlwetter auch wieder da vorne mit dabei in der Spitze, aber keine aussichtsreiche Position da für ihn. Gleich ja jetzt nochmal Jan Brandscheid. Also so langsam aber sicher nähern wir uns hier auch der Schlussphase in dieser Partie. Und jetzt sehen wir, welche der beiden Mannschaften hier wirklich Bock hat, diese Partie noch zu gewinnen. Also ein Drittel ist hier noch zu gehen. Oh ja, Ball genau in die Schnittstelle für Christian Kühlwetter. Klasse Bewegung. München macht sich groß. Happy Birthday! Hanni München! Da hat er sich selbst ein kleines Geschenk bereitet. Ja, das war klasse, wie Hanni München da reagiert. Macht sich da ganz, ganz groß. Aber im 1 gegen 1, da hat er in dieser Saison ja schon häufiger klasse Paraden ausgepackt. Also da ist er ein ganz, ganz unangenehmer Gegner.
Nächster Angriff beim FCK läuft über Chung, aber bald schon wieder in den Reihen des SVE und zwar bei Lukas Servatius, der macht das gut. Gucken wir schnell nochmal auf diese Aktion von München. Zack! Das ist richtig gut gehalten von unserem jungen Torhüter. Klasse Aktion. Tolle Bewegung natürlich auch zuvor von Christian Kühlwetter, vom Lautrer Angreifer, der da seinen Gegenspieler gut verladen hat. Ja, und dann war es, wie wir es vorhin auch schon mal festgestellt haben, Hanni München, wenn er gebraucht wurde heute, dann war er da. Anders als der Ball in den meisten Szenen hier. Ja, ja. Verstehe ich auch nicht, warum er das nicht organisiert bekommt als Verein dieser Größe, auch wenn es nicht die erste Mannschaft ist. Es ist immerhin Oberliga. Ja. Also Vazius hält den Ball da im Spiel. Weiß ich nicht, ob er sich damit einen Gefallen getan hat. Das macht er aber gut, zusammen mit Felix Fischer. Sasso Sand, klasse. Vielleicht geht's ja jetzt nochmal schnell. Biedermann zieht an, Brandscheid kommt. Und unten, da läuft auch Luca Sasso Sand in die Schnittstelle. Brandscheid. Hereingabe ist nicht so schlecht. Oh! Und dieser abgefälschte Versuch. Der kullert dann am Ende ganz, ganz knapp am Gehäuse des FCK vorbei. Also die Eintracht, die kommt. Wollen wir auch auf den Konter da nochmal ein Auge werfen. Da, Kevin Heinz macht ordentlich Druck. Ball kommt dann raus nach rechts. Und dann geht die Flanke hier Millimeter am Tor vorbei. So, Ball ist wieder draußen bei Jan Brandscheid. Nach dieser Ecke kam Postwenden zurück. Mora Bett macht das richtig gut zusammen mit Ekale, der da auch schon wieder steil geht hier unten auf der rechten Seite. Aber Lautern wählt den Weg über die linke Seite. Pfälzer, Mario Andric. Norbert, ja, Schiedsrichter war da dran. Mijotke, das ist Sickinger. Jetzt versuchen sie sich da so ein bisschen festzuspielen am Eintracht 16er. Oder um den Eintracht 16er. Ja, jetzt geht es erstmal nochmal hinten rum. Hat jetzt ein bisschen was von Handball. Jo. Und da wird er sich ärgern. Arthur Ekale, an den Ball kommt er nicht ran. Nee, keine Chance für ihn da, das Leder zu bekommen. Ja, und das sieht hier nach Trinkpause aus. Ja, dann Prost, Niklas. Ja, Prost, Benni. Cheerio. Ali futtert die Haribos. Beziehungsweise nicht näher genannte Gummibärchen. Entschuldigung. Einer großen deutschen. Entschuldigung, das wollte ich auch noch nachreichen. Eben im Gespräch mit Simon Maurer haben wir uns natürlich auch unterhalten über eines der vielen bekannten weltführenden schwedischen Möbelhäuser. Ah, und Gudi Mabuba, der wird da anscheinend wegen einem Krampf behandelt. Und da scheint er nicht der Einzige zu sein, denn daneben liegt noch einer unserer Spieler. Ja, und während auf dem Rasen ein bisschen Pause ist, geht's im Gästeblock wieder ordentlich ab. Ihr seht's hier unten. Ja, Behandlungspause da bei Gudi Mabuba. Also auch das ist etwas, was Daniel Paulus mir auch im Vorfeld nochmal gesagt hat, als wir telefoniert haben. Hoffentlich, oder gut, anders, gut, dass diese Saison bald zu Ende ist. Also gerade seine jungen Spieler, die haben natürlich ordentlich Körner gelassen in dieser langen, in dieser auch intensiven Saison. Also der SVE auch von der Spielweise her.
eine Mannschaft, die eigentlich in jeder Partie an die Leistungsgrenze geht und auch gehen muss. Und das macht sich natürlich jetzt bemerkbar. Wir haben relativ viele angeschlagene Spieler. Das ist kein Zufall momentan. In dem Fall Aaron Engeldinger. Und Godima Buba, diejenigen, die hier ein bisschen mit muskulären Problemen zu kämpfen hatten. Adam Bouzid, der säße noch draußen, wäre für beide Positionen eine mögliche Option. Der Franzose allerdings auch eher unter der Woche, krankheitsbedingt, ausgefallen. Ah, Kevin Heinz. Setzt da Diefenbach. Mit dieser Aktion, mit diesem Ball unter Druck. Einwurf Kaiserslautern. Gottwald. Wieder so ein langer Ball, gut aufgepasst von Lukas Servatius. Das. Ja, dieses Zuspiel per Kopf war nicht allzu gut, genauso wie auch dieser Ball von Aaron Engeldinger nicht. Genau in den Fuß des Gegners, Kühlwetter und sauber die Ballannahme. Sickinger, ja, der FCK, der drückt jetzt nochmal aufs Tempo. Aber der Ball in die Schnittstelle, den bekommt Mario Andritsch nicht. Langer Ball von Hanni München. Sasso Sand kommt da dran. Jetzt kann Biedermann hier Tempo aufnehmen. Ah, in der Mitte wäre Lukas Servatius gewesen. Ball kommt nicht durch. SHE weiterhin in Ballbesitz. Einwurf Aaron Engeldinger. Ja, und das war gut durchgesetzt über die rechte Seite. Ja, sehr schön gespielt. Biedermann da auch mal mit einem guten Laufweg. Jetzt hast du Sand. Brandscheid. Also im Prinzip so ein bisschen vier Angreifer jetzt beim SVE da auf dem Platz. Sasso Sand, Brandscheid, Biedermann und auch Lukas Servatius, ja durchaus einer, der sich im letzten Spieldrittel wohlfühlt. Jetzt wechseln die Gäste. Da steht Jeffrey Ideen bereit. Nee, ich glaube, es ist Julius Lamenet, der da in die Partie kommt. Stimmt, stimmt. Nicht mehr mit dabei ist Mario Andritsch, der Mann mit der Nummer 7, Flügelflitzer. Ah, Brandscheid gut spekuliert. Gut danach gesetzt, FCK aber mindestens genauso gut, immer noch im Ballbesitz, geht jetzt über die rechte Seite, über Chung. Über den neuen Mann, über Lamenet, sofort bedrängt von Lukas Servatius. Auch er ein sehr, sehr engagierter Spieler, sehr einsatzfreudig, Lukas Servatius. Daran hapert es bei ihm absolut nie, am Engagement, am Willen. Jetzt der Tunnel da im Angriff. Klasse Kombination, aber Ekalé kommt nicht hin, weil wer aufmerksam ist, natürlich Hanni München. Das hat er jetzt die Situation gut erkannt, dass da ein bisschen Freiraum war. Biedermann, ja, nimmt den Ball da mit auf Fischer. Nochmal der Ball nach rechts. Und genau, richtig gut durchgesteckt, da nochmal zum Bieder. Aber der kommt da nicht vorbei. Ja, aber gefällig gelöst. Also obwohl der FCK da den Braten gerochen hatte, so richtig rangekommen an den Ball sind sie nicht. Ich sag mal so, mehr als ein Tor sehen wir hier sehr wahrscheinlich nicht mehr. Aber dieses eine wäre ganz nett, wird mir ganz gut gefallen. Und auf wessen Seite das doch bitte zu fallen hat. Ja. Ist ja wohl gar keine Frage. Ja,
Jetzt müssen sie hinten aufpassen. Leo Diefenbach löst da richtig gut. Ah, dann ein sehr, sehr schwieriger Ball für Lucas Sassosand, aber auch der meistert es eigentlich gut, verliert ihn dann aber trotzdem. Jetzt müssen sie wieder achtsam sein, da hinten in der Abwehr. Und da sind sie. Diesmal in Form von Josef Sinar, aber weiterhin der FCK in Ballbesitz. Und das erinnert jetzt wirklich an Handball, diese Verlagerungen da. Ah, Chung, Chung mit der Flanke. Da gibt es dann noch den Tritt von Kühlwetter gegen den Pfosten, der regt sich auf. Aber so richtig viel zum Aufregen gibt es da eigentlich gar nicht, weil die Aktionen gar nicht so zwingend sind, dass sie sich jetzt hier über große, hundertprozentige Chancen ärgern müssen, die sie hier auslassen. Oder, Simon? Ja, sehe ich genauso. Also klar, bis auf die eine Aktion da, wo der Offensivspieler da vor Hanni auftaucht und ihn anschießt, war eigentlich in der zweiten Halbzeit vom FCK jetzt noch nichts Zwingendes. Brandy hat da mal einen Abschluss bei uns gehabt, einen auch abgefälscht. Also es ist wirklich, ja, würde sagen, die Anteile liegen eher bei uns als beim FCK. Und ja, so ein bisschen liegt das Tor in der Luft. Ich weiß nur noch nicht so richtig, für wen. Naja, wenn wir dich fragen, dann ist ja wohl wahrscheinlich klar, wo es fallen soll. Uns geht es da ja nicht anders. Gucken wir mal auf die Situation da mit Servatius. Hat er gut gemacht. Ja, und da ist es da doch. Ist es doch! Da ist der Biedermann! Ja, wer denn sonst? Sehr schön. Ja, wer denn sonst? Und dann steht es hier 1-0 und vorher prima durchgesetzt. Und ja, der Biedermann so zum Ende hinaus dieser Saison, der trifft und trifft und trifft, wie so ein kleines Duracell-Häschen, ne? Ja, man hat jetzt irgendwie so ein bisschen den Eindruck, dass er gerade zum Ende der Saison erstmal so richtig fit wird, weil er hat ja gerade am Anfang von der Saison, wo er sich ein bisschen mit muskulären Problemen rumgeschlagen hat und andauernd zurückgeworfen wurde. Ja, also mittlerweile, jetzt pusht er die Fans nochmal. Ja, also langsam kommt er in Fahrt. Nur das Problem ist halt, dass die Saison heute zu Ende ist. Also. Aber nee, klar, also die letzten Spiele hat ja fast in jedem Spiel getroffen und die Formkurve steigt auf jeden Fall steil nach oben im Moment bei ihm. Dann gucken wir uns die Wiederholung nochmal an. Dieses Treffers. Da Servatius, der sich prima durchsetzt. Ja, ein bisschen Glück, aber das braucht man auch vorne ab und zu mal. Und dann ja, Kopf hoch, zurückgelegt. Biedermann gut abgesetzt, reingeschoben. Ja, kann man nicht besser spielen. Also bist du jetzt zufriedener mit deiner Mannschaft? Ja, ist doch schön, so könnte es bleiben. Es sind jetzt noch 13 Minuten. Ja, von mir aus könnte ich hier jetzt auch abpfeifen. Ja, gab bislang noch keinen Verletzten. Zumindest nicht aus dem Spiel heraus. Ja, ich hatte jetzt gerade so ein bisschen einen Schrecken bekommen bei Godi, aber der hat scheinbar nur einen Krampf gehabt. Wie gesagt, Verletzte brauchen wir eigentlich keine, da haben wir jetzt mehr als genug. Und ja, wird Zeit, dass Pause ist. Merkt man das? Also ich meine, als Trierer, wenn man Fan unseres SVE ist, dann ist das sowieso klar, ne? Aber merkt man das? Auch wenn man da unten als Spieler auf dem Platz steht, dass das hier wirklich ein besonderes Spiel ist, dass es den Fans da wirklich um einiges geht? Ja, sie singen ja die ganze Zeit. Also ich höre eigentlich nur unsere Fans. Gut, vom FCK sind jetzt nicht so viele da hört man nichts. Ja, es pusht halt auch nochmal, ne? Jetzt gerade so wir, wenn du dann siehst, die fahren ja eigentlich zu jedem Auswärtsspiel mit und egal wo und egal, ob wir gut oder schlecht spielen, die pushen uns immer und das sind vielleicht die paar Prozent, die dann nachher entscheiden können über Sieg oder Niederlage oder ja, vielleicht gerade die letzten 5 Minuten nochmal einen Lucky Punch setzen. Also von daher macht das auf jeden Fall was aus, wenn die singen und uns dann auch feiern vielleicht nach dem Spiel, wenn du mal ein dreckiges Spiel gewinnst oder so. Ja, wir sind auf jeden Fall auch stolz, dass die Fans egal wohin, überall hinterherfahren und uns unterstützen. 501 Zuschauer. Korrekterweise müsste es ja wahrscheinlich 500,5 heißen, wenn ich mir Ali so betrachte. Der hatte aber nicht mehr als ein müdes Lächeln, aber du wirkst ja gegenüber von ihm wie ein Riese. Adresse kann ich natürlich nicht nennen, gibt aber noch heute Abend so ein kleines SVE-Presseteam Saisonabschlussgrillen. Magst du vorbeikommen? Ich bin leider schon zum Essen eingeladen und zum Champions League gucken. Das steht jetzt schon seit ein paar Wochen. Das kann ich jetzt leider nicht mehr absagen. Tut mir leid. Ansonsten wäre ich natürlich gerne gekommen. Ja, warum nicht? Machen wir nochmal die Tage.
Vielleicht noch ein paar Worte zu Aaron Engeldinger. Der hat jetzt mal hier wirklich viel Einsatzzeit heute. Lobende Worte. Ja, er hat es ganz gut gemacht, denke ich. Also, ja, gibt es eigentlich schon viel zu sagen. Jetzt hat er gerade mal immer beigetreten, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, macht er seine Seite da ordentlich zu, gewinnt die Vielzahl seiner Zweikämpfe und da gibt es jetzt auch eigentlich nichts zu meckern. Ja, uns hat er auch sehr, sehr gut gefallen. Wir haben sehr, sehr viele positive Worte über ihn gefunden. Und ja, Spitzname in der Mannschaft ist ja Panzer. Sieht man auch an seinem Spielstil, manchmal mit dem Kopf durch die Wand, Kopf nach unten und durch. Ja, deswegen passt der Spitzname ganz gut, würde ich sagen. Definitiv. Und eben haben wir über die ausbleibende Verletzung gesprochen. Hätten wir besser nicht gemacht, weil nee. Jetzt zeigt der Schiri wohl an Auswechseln irgendwas. Ach ne, das ist beim FCK, sehe ich gerade da unten. Gut. Dann sollte es vielleicht auch gehen, er steht schon wieder auf. Das sollte auf jeden Fall auf den ersten Blick weitergehen. Definitiv. Ja, also am letzten Spieltag, wo es um nichts mehr geht, da wäre das wirklich bitter. Also drücken wir mal von hier aus, Aaron, kräftig die Daumen. Bisschen auf Steißbein gefallen scheinbar. Den offiziellen Saisonabschluss hattet ihr ja schon letzte Woche. Ist trotzdem noch irgendwas geplant gemeinsam? Fahren ein paar zusammen in Urlaub oder ähnliches? Ist mir jetzt nichts bekannt. Also wie gesagt, der offizielle Abschluss, den hatten wir letzte Woche nach dem letzten Heimspiel. Ich war ja leider nicht dabei. Ich bin kurz vom Krankenhaus nochmal in die Kabine, aber dann hat die Schulter doch so sehr geschmerzt, dass ich dann nach Hause bin. Aber was da nachts in der WhatsApp-Gruppe und so, also ja... Das soll ich dazu sagen, die Jungs haben auf jeden Fall gefeiert, gut. Haben sie sich auch nach dieser Saison, müssen wir ganz ehrlich sein, mehr als verdient. Ja, das denke ich auch. Und wie gesagt, wenn es jetzt so bleibt, dann beenden wir das Ganze auch mit einem positiven Eindruck hier aus dem letzten Spiel. Und dann, denke ich, können wir in aller Ruhe mal ein paar Tage abschalten, Kraft sammeln. Ja, dann geht es ja am 19.06., hat Pauli gestern im Training gesagt, geht schon weiter. Also allzu lange bleibt nicht, 3 Wochen, 3,5 Wochen. Und dann geht's schon wieder los. Ja, nicht allzu viel Zeit zum Durchschnaufen. Aber nächste Saison, da gibt's ja auch ja, gewisse Ziele. Man möchte wieder oben mitspielen. Und wenn alles passt, dann am liebsten natürlich ganz oben am Ende der Saison stehen. Aber hätte dir jemand vor dieser Saison gesagt, pass auf, Simon, am Ende habt ihr mehr als 70 Punkte und steigt trotzdem nicht auf. Was hättest du dem gesagt am Saisonanfang? Ja, was soll ich da sagen? Hätte ich mir wahrscheinlich erstmal den Kopf gefasst und ihm vielleicht auch. Ja, wie gesagt, es ist eigentlich, wenn man einfach sieht, wie Homburg da vorne wegmarschiert, das war zwar fast klar, weil die schon sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen haben. Ja, dass Pirmasens ähnlich gut spielt, hätte ich jetzt vielleicht nicht gedacht, aber die sind auch wirklich konstant gut gewesen, bis auf eine kleine Schwächephase nach der Winterpause, die wir halt blöderweise halt auch hatten. Hanni überragend gehalten gerade. Ja, die Schwächephase, die wir halt auch hatten. Jetzt bleibt er nochmal liegen, ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Ja, und im Endeffekt muss man dann halt sagen, haben wir vielleicht gerade in den Spielen, wenn man sieht, gegen Saar 05, die jetzt dann ja abgestiegen sind, dass wir da 6 Punkte liegen gelassen haben. Ja, und dann die Spiele Karbach, Mechtersheim. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, es gab auch eine Vielzahl von Spielen in der Hinserie, die wir in den letzten 5 Minuten dann irgendwie noch für uns entschieden haben. Oder gerade, wenn ich an Koblenz denke, direkt am ersten Spieltag schon, wo wir in der 90. und 92. einfach noch 2 Tore schießen und dann noch mit 3-3 nach Hause fahren. Ich denke, über die ganze Saison hin hat sich das auf jeden Fall ausgeglichen. Und ja, für die Mannschaft, die wir hier haben, und jetzt, wenn ich jetzt sehe, wer da alles auf dem Platz steht, sind 73 Punkte am Ende von der Saison mehr als okay. Mehr als in Ordnung, das ist überragend. Also ich würd das sogar erhöhen. Sorry. Nee, also ich würde wirklich sagen... Ich unterschreib's dir auf jeden Fall. Es ist wirklich eine überragende Leistung von den Ergebnissen her. Das schwerste Spiel dieser Saison? Ach, nein! Schade. Dann doch 1-1 gefallen. Und das ist ärgerlich. Da tauchen sie da einmal richtig zwingend auf und dann... Aus der zweiten Reihe gucken wir auch nochmal auf dieses Tor natürlich in der Zeitlupe. Da greift zuerst keiner so richtig ein. Und dann zu viel Platz
Er dreht sich gut auf, vom Gegenspieler weg, hat dann Platz, kann hochgucken. Ja. War gut gemacht. Kann man auch Hanni keinen Vorwurf machen. Ja. War einfach gut gemacht, muss man auch manchmal anerkennen dann vom Gegner. Fällt mir bei diesem Gegner besonders schwer. Hast du noch irgendeine besondere Beziehung hier zum FCK? Nee, eigentlich gar nicht. Ich habe ja früher in der Jugend hier gespielt, aber das ist jetzt mittlerweile so lang her. Also ich gehe weder gucken noch, also hier im Stadion sowieso nicht, am Fernseher eigentlich klar, vielleicht Zusammenfassung von der zweiten Liga mal, aber ja, so die Sympathien, die sind eigentlich nicht mehr da. Ja, du hast gerade gesagt, das ist schon so lange her. Da machst du dich wieder älter, als du bist, ne? Boah, ich fühle mich schon richtig alt. Nee, ist schon eine Weile her und ja, mittlerweile bin ich mit der Porte auf der Brust mehr als glücklich, muss ich dir sagen. Das geht uns doch hier runter wie Balsam, wie Öl. Und freut uns natürlich, dass du dich hier so wohl fühlst. Du dich ja auch, oder? Ja gut, als Urtrierer. Nee, da ist ganz klar, ganz klar. Gibt nur eine Mannschaft. Denke ich auch. Das ist tatsächlich lustig, wenn ich so ins Büro komme, teilweise nach dem Wochenende und überhaupt nicht über die Erstliga-Ergebnisse fast mitreden kann. Und alle mich dann so fragend angucken und dann nach so 2 Sekunden abwinken und sagen, ah ja, fünfte Liga. So, jetzt die spannende Frage. Es sind hier noch knappe 4 Minuten und noch ein bisschen obendrauf wegen den Trinkpausen und auch Verletzungen. Wird das hier heute noch ein Lucky Punch? Und ja, wer macht's? Na gut, Biedermann ist ja gut drauf. Wobei ich auch sagen muss, Sassosan ist auch für so ein Ding ganz gut. Hat mal in Mollaut und im Hinspiel gesehen. Ich hoffe natürlich für uns und nicht für den FCK. Auf jeden Fall, wie gesagt, dass wir hier was mitnehmen. Und ich denke, wenn es einer macht, dann einer von unseren beiden Offensiven. Ja, dann schauen wir mal, wer der Glückliche ist, der sich da hoffentlich heute noch in die Torschützenliste eintragen darf. Und vielleicht jetzt noch für dich die Möglichkeit zum Abschluss, bevor wir vielleicht auch nochmal Niklas kurz zu Wort kommen lassen. Magst du unseren Zuschauern und den Eintracht-Fans noch was mit auf den Weg geben zum Abschluss der Saison? Ja, ich denke, dass sie auf jeden Fall das honorieren sollen, was wir geleistet haben. Aber die meisten, denke ich, tun das auch auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass wir nach der Sommerpause dann alle wieder gestärkt mit dem Rückhalt auch rechnen können von unseren Fans, weil sie sind mehr als wichtig für uns. Und wie gesagt, wir versuchen das auf jeden Fall in jeder Trainingseinheit, in jedem Spiel zurückzuzahlen. Und deswegen hoffe ich, dass sie uns nächste Saison oder in der neuen Saison genauso unterstützen, wie sie es jetzt getan haben. Das war nämlich überragend. Ja, dann sage ich stellvertretend sozusagen für die Anhänger vielen, vielen Dank. Ich denke, die Unterstützung, die ist euch sicher bei dieser Spielweise, weil wir wirklich bei jedem Spiel auch gesehen haben, ihr hängt euch rein. Und auch wenn nicht jede Aktion gelingt, nicht jeder Pass ankommt, ihr kämpft und setzt nach. Und das ist ja genau das, was man sehen will. Und dann, ja, kämpft und fiebert man mit euch mit. An der Stelle hier, Simon, alles, alles Gute. Ich hoffe, du kannst doch auch ein bisschen, trotz des ledierten Arms, der ledierten Schultern, die Pause ein bisschen genießen. Ich wünsche dir eine schnelle und gute Besserung. Und danke dann dir. Freuen wir uns auf dich auch nächste Saison wieder mit dem Trikot, mit der Porta Nigra auf dem Brust, dich zu sehen. So sieht's aus. Wünsche ich dir auch, deinem ganzen Team hier. Hat Spaß gemacht heute und dann sehen wir uns in ein paar Wochen, denke ich, wieder nach der Pause. Ich muss auch sagen, hast du gut gemacht. Ich gucke dir nur leider noch lieber, als ich dich hier als Co-Kommentator an meiner Seite habe, noch lieber gucke ich dir eigentlich auf dem Spielfeld zu. Aber da bist du ja bald wieder auch mit dabei. Ich hätte lieber gespielt heute, aber klar, man kann sich halt nicht aussuchen. Aber wie gesagt, du wirst mich, denke ich, noch das ein oder andere Mal da unten sehen. Darauf freuen wir uns. Vielen, vielen Dank, Simon Maurer. Gerne. Oh, Captain, mein Captain. So, wie unnötig fandest du gerade dieses Ausgleichstor? Ja, hätte nicht sein müssen. Wäre natürlich toller gewesen, sich hier mit einem Sieg aus der Saison zu verabschieden. Während wir gerade hier Zeugen werden eines Oberliga-Debüts, auch wenn wir gerade noch im Bild Jan Brandscheid sehen, der da reingekommen ist. Das ist Julian Schneider, wir haben eben kurz über ihn gesprochen. Kommt aus der U19 unseres SVE, also ein weiteres vielversprechendes Talent, was aus unserem Nachwuchs erwachsen ist. Wir freuen uns natürlich sehr und sagen Glückwunsch zum ersten Einsatz in der Oberliga, Julian Schneider. Ja, Benni, sorry, Gegentor hätte natürlich nicht sein müssen, ist ganz klar.
Bisschen schade. Aber andererseits, hier ist ja noch eine knappe Minute, zwei. Gab wieder eine Trinkpause. Vielleicht kriegen wir auch noch 3 Minuten dazu. Ja, ich denke sogar 3-4 Minuten, weil die eine oder andere verletzungsbedingte Pause gab es auch noch. Ja, Julian Schneider gleich mal mit seinem ersten Ballkontakt. Erzwungenem Ballkontakt, das hat er gut gemacht. Engeldinger gut, Engermann dagegen den eingewechselten Julius Laminet. Und jetzt halten wir vielleicht nochmal, wenn nichts Wichtiges auf dem Platz passiert, nochmal für ein paar Sekunden den Rand, weil die Fans singen wieder unsere Vereinshymne. Ja, schön war's. Ja, Gänsehaut. Und jetzt nochmal der FCK mit einer Gelegenheit, geht da in die Offensive. Wir haben fast die 92. Minute vollendet. Und es gibt nochmal Freistoß und kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Nee, sah schmerzhaft aus. Der eingewechselte Julius Laminet, der hat da das Foul bekommen. Ich hätte es eher andersherum gesehen. Und das ist natürlich jetzt so eine Distanz und auch eine Position. Ja, da muss das Geburtstagskind schon hellwach und auf seinem Posten sein. Ja, ist nochmal eine ganz dicke Gelegenheit für den FCK hier doch noch die 3 Punkte in der Pfalz zu behalten. Was wir uns natürlich nicht wünschen. Hani München, Mauer ist gestellt. Alle sind bereit. Nee. Das war zu wenig. Zielwasser in der Situation zu sich genommen. Ja, gab jetzt auch schon den Blick auf die Uhr vom Unparteiischen. Macht aber hier zumindest noch keine Anstalten, das hier unmittelbar abpfeifen zu wollen. Also wer weiß, vielleicht gibt es hier noch ein Minütchen. Ah! Sickinger, klasse. Gute Bewegung. Ja, gefällt mir gar nicht. Auch der ist wieder nicht schlecht. Das ist Laminet. Diefenbach dazwischen, dann Servatius dazwischen. Diesmal Ball gespielt. Guter Einsatz von Lukas Servatius. Jetzt vielleicht nochmal der Konter. Nee, Ball kommt nicht an Ekale vorbei. Ja, kann man auch abpfeifen. Da gab es nämlich auch einen Körperkontakt. Oh ja, Leo Luca Diefenbach. Sagen wir mal robust gegen Miotke. Ja, ja, aber davor auch den Fuß draufgehalten von Seiten des ersten FC Kaiserslautern. Hätte man durchaus auch pfeifen können. Ist die Pfeife aber stumm geblieben. Gucken wir mal, was da Julian Schneider, der hat ja noch die Körner. Ja, kommt aber nicht an den Ball. Ja, und man sieht die Kräfte, die schwinden jetzt auch in der Rückwärtsbewegung. Der FCK, der probiert es nochmal. Servatius, klasse Tackling, guck dir das an. Nee. Das muss er laufen lassen. Ja. Und dann gibt es vor allen Dingen hier nochmal eine gute Kontergelegenheit über Schneider und über Sasso Sand. Schade.
Ja, so sage ich mal, haben sehr wahrscheinlich die Gäste hier die letzte Möglichkeit dieser Partie. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es danach noch Richtung 86. Minute so viel Zeit geben wird. Ekalé. Nee, wird doch nicht ausführen. Carlo Sickinger. Ja. Die große Unbekannte, Julian Löschner. Löschner. Ja, wer macht's denn jetzt? Oh, gar keine schlechte Variante. Dann gibt's da Gestocher im 16er, Ball abgefälscht. Hat die München fischt das Ding da irgendwie raus. Wahnsinnssituation. Und sehr, sehr gefährlich. Und weiter, nochmal Ekalé. Zieht rein. Nee, ist zu unsauber. Und jetzt nochmal eigentlich die Kontersituation für die Eintracht. Ja, Foulspiel gepfiffen da gegen Sickinger an Josef Sina. Also der hat da eindeutig den Routinier auch erwischt. War, glaube ich, keine böse Absicht dabei, aber den Treffer, den gab's. Jetzt gibt's den Blick auch auf die Uhr von Torben Rech. Und ich glaube, so richtig Lust, hier noch viel länger spielen zu lassen, hat hier keiner. So, vielleicht noch ein weiter Ball. Ein Ding. Ja, draußen wartet oben Alex Biedermann, aber auch der hat wahnsinnig viele Wege gemacht, auch nach hinten, gerade jetzt in der Schlussphase der Torschütze. Ja. Geht genau durch zu Schellenberg. Erneut der Blick auf die Uhr. Wir sind jetzt 6 Minuten drüber und das war's. Das soll's gewesen sein mit einem Unentschieden. Verabschiedet sich der SVE aus dieser 71-Punkte-Saison. Auch nochmal die Frage an dich, Niklas. Wenn dir vor der Saison jemand gesagt hätte, am Ende hat Eintracht Trier mit dieser Mannschaft 71 Punkte und steigt nicht auf. Was hättest du dem gesagt? Also ich wäre so ein Kandidat, der sich ja durchaus mal zu so einer Aussage hätte hinreißen lassen können. Was hättest du mir ins Gesicht gesagt? Ja, ist natürlich ärgerlich, muss man schon sagen. Also da, man muss schon sagen, mit 71 Punkten erwartest du eigentlich, dass du ganz, ganz vorne mitspielst. Jetzt gab es aber nun mal in dieser Saison, und auch das wussten wir eigentlich von Beginn an, 3 ganz harte Konkurrenten. Also alle Regionalliga-Absteiger haben das nicht zufällig hier unter sich ausgemacht, sondern da war einfach die größte Qualität vorhanden. Wir haben es gesehen, alle haben Serien gestartet, der SVE, 9 Siege in Serie, Pirmasens eine ganz lange Serie ungeschlagen, der FC Homburg sowieso mit einer absoluten Rekordsaison. Und auch der FCK heute zum 16. Mal in Serie nicht geschlagen worden. Auch wenn unsere Jungs sie natürlich nah am Rande einer Niederlage hatten. Ich glaube, am Ende muss man sagen, man hat sicherlich die ein oder andere Chance verpasst, vielleicht auch nochmal ganz oben angreifen zu können. Also wir haben da schon mal drüber gesprochen, zu Hause gegen Saar 05, gegen die man dann insgesamt 6 Punkte hat liegen lassen. Das sind natürlich am Ende dann die Zähler, die fehlen. Aber vielleicht zeigt das halt auch, dass die Mannschaft trotz dieser hervorragenden Saison einfach auch noch nicht so weit gewesen wäre. Und ich glaube, dass der Sommer jetzt eine gute Gelegenheit bietet, gezielt nach Verstärkungen Ausschau zu halten, die dann auch tatsächlich in der kommenden Saison den Unterschied machen können. Ja, dabei wünschen wir natürlich dem Trainerteam und allen Verantwortlichen im sportlichen Bereich viel, viel Erfolg. Normalerweise an der Stelle kitzel ich ja immer so ein bisschen und sage, wer war denn jetzt für dich der Spieler des Tages? Ich lasse es heute weg. Ja, Timo Maurer, ganz klar. Nein, ich lasse es heute weg, weil ich genau weiß, du magst die Frage nicht. Deswegen, wer war denn für dich der Spieler der Saison? Nett von dir, Benni. Ja. Da gibt es für mich tatsächlich ganz viele. Also ich glaube, unsere Routiniers haben einen großen Teil dazu beigetragen, dass die jungen Spieler sich so toll entwickelt haben. Und gleichzeitig haben die Jungen von Anfang an bewiesen, dass sie Bock haben zu lernen, dass sie Lust haben. Und das sagt auch unisono jeder. Die Mannschaft geht jetzt in die Kurve. Vielleicht können wir gleich auch nochmal einen kurzen Blick darauf werfen. Also das haben die Jungs sich verdient. Ich habe hier keinen Spieler der Saison. Wie gesagt, der Kapitän Simon Maurer gehörte sicherlich zu den absoluten Stützen. Felix Fischer hat fast jedes Spiel gemacht. Über die Entwicklung von Ömer Kayaoglu haben wir gesprochen. Aber eigentlich weigere ich mich so ein bisschen da einen rauszunehmen. Die Jungs haben als Team gut funktioniert, haben als Mannschaft, du hast es auch eben mit Simon nochmal angesprochen, haben immer alles gegeben, haben immer alles reingeworfen. Und ich glaube, das ist was wir in der letzten Saison nicht immer so sehen durften.
Und ich glaube, deswegen war das... Man sieht es ja auch hier an den Bildern. Also da braucht man eigentlich nicht viel sagen. Ja, ja, sehr harmonisch. Und nochmal beidseitig das Dankeschön an die Fans für die tolle Unterstützung. Simon Maurer hat ja eben schon die richtigen Worte da gefunden, hat sich bedankt für diesen Support. Und auf der anderen Seite natürlich auch das Dankeschön der Fans an die Mannschaft für diese Saison, die wirklich viel, viel Spaß, das hast du gerade gesagt, bereitet hat. Und ja, uns hat es natürlich als SVETV auch natürlich viel, viel Spaß gemacht, euch diese Spiele nach Hause zu liefern. Werden wir natürlich auch in der nächsten Saison genauso tun und fortsetzen. Ich sage, über die ganze Saison hinaus, vielen, vielen Dank bei allen, die uns unterstützt haben, auch bei unseren Partnern. Du hast sie im Kopf, vielleicht kannst du sie nochmal kurz nennen an dieser Stelle. Sie haben es mehr als verdient. Ja, an erster Stelle stehen natürlich die Stadtwerke Trier, die uns hier wahnsinnig gefördert haben, auch schon in der vergangenen Saison. Da können wir einfach nur ganz, ganz herzlichen Dank sagen, natürlich mit der App Appis als Produkt. Also auch da nochmal die Empfehlung zum Download. Da gibt es auch alle Eintracht-News immer sofort, also auch jetzt im Sommer, wenn die ganz heiße Phase in der Transferperiode da anläuft, immer alle Infos bei Appis. Und ansonsten sagen wir natürlich Danke an den Trierischen Volksfreund, an Becker Energiesysteme und an Pesche IT Solutions, die uns ebenfalls hervorragend unterstützt haben. Also da sind wir sehr, sehr dankbar, dass das möglich war. Und ich glaube, wir beide freuen uns drauf, das dann auch in der neuen Saison wieder zu tun. Genau, also vielen, vielen Dank an alle, die uns da unterstützt haben. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an alle, die uns personell unterstützt haben. Und da insbesondere Ricardo Krechel, unser Ali Heinen, und natürlich fortgesetzt mit den Köbis und ja, insbesondere natürlich Niklas. Ja, und dir, Benni. Ja. Natürlich. Und ich würde sagen, ja, wir machen Schluss für diese Saison und enden jetzt noch mit dem Abschluss zwischen Mannschaft und den Fans und danach mit dem Tor. Und sagen schon mal aus Kaiserslautern, macht's gut, habt einen schönen Sommer, genießt ihn, schaut zwischendurch mal auf eintracht-trier.com. Da erfahrt ihr das Neueste rund um die Eintracht von Niklas. Und bis dahin, alles, alles Gute. Wir sehen uns in ein paar Wochen. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao. Thank you.
Und was gibt's Neues? Schuhe. Schau mal. Mhm, nice. Was ist denn das überhaupt? Appes. Appes, ist klar. Ja, Appes, die App von SWT. Sag bloß, du hast noch nichts davon gehört. Appes ist so, wie du dir deine Traumfrau vorstellst. Sie weiß alles, sie hat tolle Ideen. Genau, und ein Schuh-Tech. Nicht nur Schuhe, Schatz. Dein Verein, unser Lifestyle, wo was los ist und wie wir da hinkommen. Aber parken kann sie nicht. Aber natürlich kann sie parken. Das ist Appes. Ha ha ha.